So, hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Dieses wunderschöne Meerbild habe ich gerade eben gemalt. Das möchte ich euch heute einmal zeigen. Wunderschöner Sonnenuntergang am Meer. Bei mir gibt es mal keine Felsen zu sehen, sondern nur ein bisschen Meer, ein bisschen Wolken. Aber das dauert so auch schon lang genug. Dieses Bild will ich mal so ein bisschen jemanden widmen, und zwar dem Hans und seiner Frau. Ich weiß, ihr schaut wieder zu und da freue ich mich drüber. Ich habe mal euren Ratschlag befolgt. Ich hoffe, es hat alles auch geklappt. Ich will mal zeigen, wie ich die Farben tatsächlich auf der Palette mische und habe mal versucht, hauptsächlich tatsächlich mit den Bob Ross Pinseln zu arbeiten und da nicht so viele Techniken zu mischen. Okay, also es geht darum, wir haben hier eine Leinwand, die ist 60x40 und ich zeige euch gleich einmal komplett, wie das ganze Bild entstehen wird. Zu den Farben, da benutzen wir als allererstes Titanweiß, das wunderschöne Cadmiumgelb, dann Hellrot, gehen dann ins Preußisch Blau. Im Meer haben wir Pentanolblau, Preußisch Blau wieder und einen kleinen Hauch Pentanolgrün. Für den Strand etwas Ockergelb und etwas Van Dyck Brown. Also wir benötigen fast alle Farben aus der Landschaftsmalerei. Als Highlight benutzen wir hier ein kleines bisschen Flüssigweiß, deswegen brauchen wir das hinterher auch einmal auf der Palette, um damit zu arbeiten. Ansonsten, wie gesagt, alle Landschaftsfarben, die es gibt, werden wir hier fast benötigen. Okay, dann wollen wir mal starten. So, dann wollen wir mal loslegen mit dem Himmel. Dafür nehme ich jetzt den 1 Zoll Pinsel und gehe damit in das wunderschöne Titanweiß. Ein ganz kleines bisschen nur. Wir brauchen nicht viel, nur so eine kleine Spitze. Und damit machen wir jetzt einfach nur erstmal hier so einen ganz kleinen Kreis, wo unsere Sonne sein soll. Deswegen haben wir auch so viel Farbe, weil sonst wird man das ja gar nicht sehen hier. Einfach nur so einen kleinen, winzigen Kreis. Und gehen damit in unser wunderschönes Cadmiumgelb. Einfach nur den Pinsel in die Farbe reinziehen. Wir wollen da keine großen Farbkleckse drauf haben, nur so ein kleines bisschen Gelb. Und damit gehen wir jetzt um unseren gemalten Kreis. Ein bisschen kräftig die Farben. Nicht zu groß werden, die lassen die Sonne. Noch ein kleines bisschen mehr Cadmiumgelb. Je nachdem, wie ihr möchtet, wie kräftig das werden soll, könnt ihr halt selbst entscheiden, wie viel Gelb jetzt ihr hier nehmen möchtet. So, jetzt verwische ich das schon so ein kleines bisschen. Und wenn ihr jetzt den nächsten Pinsel nehmen wollt, dann entweder ihr reinigt den jetzt einmal oder ich habe da zum Glück zwei Pinsel. Der ist jetzt trocken und sauber. Damit gehe ich jetzt in mein Ockergelb. Ziehe mir auch wieder schön die Farbe direkt auf die Palette, dass ich wirklich ganz dünn die Farbe habe. Wenn ihr doch so ein bisschen Farbklumpen habt, stopft den einmal so ein klein wenig aus, dass ihr wirklich nicht viel Farbe und keine dicken Klumpen in eurem Pinsel habt. Damit gehen wir jetzt hier an unseren Rand. Und wischen dieses jetzt ein bisschen ganz leicht in unser Cadmiumgelb und so ein bisschen an den äußeren Rand. Nicht zu viel,
nur so ein kleines bisschen. Passt auf, dass das hier unten beim Wasser nicht so dunkel wird. Das darf eher hier oben in den Ecken so ein kleines bisschen dunkler werden. Da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen. Weil hier oben in den Ecken zum Himmel wird es natürlich auch etwas dunkler werden. So, bevor wir jetzt mit dem Rot anfangen, verblenden wir das jetzt einmal. Dafür nehme ich den Pinsel, mit dem ich schon das Flüssigweiß vorgemalt habe. Hier seht ihr, der ist noch so richtig schön gefüllt mit dem Flüssigweiß, aber auch nicht zu viel, das ist ja nur hauchdünn. Und damit verblende ich das jetzt erstmal ganz, ganz vorsichtig, dass man die großen Striche raus hat. Und dann könnt ihr mit dem auch ganz vorsichtig über das Weiß rübergehen. Wirklich den Pinsel nur ganz leicht über die Leinwand streifen lassen. Und wenn ihr ein bisschen dickere Farbe habt, dürft ihr da auch noch mehr aufdrücken. Aber insgesamt ganz leicht einfach nur die Farben miteinander vermischen. Okay, jetzt muss ich einmal den Pinsel reinigen. Ganz kleinen Moment. Bei diesem Bild müssen wir jetzt leider sehr häufig den Pinsel reinigen, aber das ist mal so. So, das zeige ich jetzt nur einmal, das brauche ich jetzt ja nicht jedes Mal zeigen. Mit dem Pinsel einfach ganz leicht in den Verdünner reingehen und dann über dem Sieb abstreifen. Das ein-, zweimal machen, dann schön die Farbe, den Verdünner aus dem Pinsel raus, über das Sieb rausschleudern sozusagen. Und bei diesen dicken Pinseln, sowohl bei dem 1 Zoll wie auch bei dem 2 Zoll, gehe ich dann gleich nochmal in mein großes Sieb rein. Weil wenn wir den Verdünner so richtig schön aus den Borsten rauskriegen, sauber in ein Behältnis, können wir das natürlich weiterverwenden. Deswegen sind diese Siebe von Bob Ross wirklich richtig toll. Ihr seht das in meinen anderen Videos. So startet ihr in die Ölmalerei. Da habe ich eigentlich alles gezeigt, was es da zu kaufen gibt von Bob Ross. Schaut euch das gerne einmal an. Und wenn ihr damit fertig seid, bitte den Behälter immer wieder verschließen, damit ihr da nicht die Dämpfe einatmet. Weil nur weil es geruchlos ist, heißt es ja nicht, dass es ungiftig ist. Deswegen nach dem Reinigen immer gleich wieder zumachen. So, jetzt möchte ich euch gerne noch einen weiteren kleinen Trick zeigen, weil wir bei dem Bild jetzt wirklich darauf achten müssen, dass der Pinsel trocken ist. Ich wickel den jetzt einmal in ein Haushaltstuch ein und dann klatsche ich den einfach hier einmal über meinen Tisch, weil es ist wirklich wichtig, dass der Pinsel trocken ist. Wenn ihr da jetzt zu viel Verdünner drin habt noch in den Borsten, dann habt ihr den natürlich hinterher auf eurem Bild. Und das wäre sehr schade, weil das verflüssigt die Farben und das Ergebnis wird dann nicht mehr so schön. Und ihr seht das hier, ich habe den sehr gut ausgeschleudert, den Pinsel. Da ist nicht mehr viel drin, aber das halt reicht halt, um die Farbe auf eurem Bild zu verflüssigen. Diesen Trick ruhig einmal anwenden bei den Pinseln und sie sind wieder sauber und trocken. So, jetzt gehe ich mit meinem sauberen, trockenen Pinsel in mein Hellrot. Und da brauche ich ganz wenig Farbe nur. Deswegen ziehe ich den Pinsel wieder aus der Farbe raus. Und wenn ich mir unsicher bin, ob es vielleicht doch zu dick ist, gehe ich nochmal damit auf die Leinwand, stupfe den Pinsel so ein bisschen aus, dass ich wirklich nur einen Schleier von Farbe auf meinem Pinsel habe. So, jetzt nehmen wir dieses wunderschöne Rot und streichen damit seitlich etwas rein. Da wir jetzt ja hier Weiß vorgrundiert haben, beziehungsweise mit Flüssigweiß bestrichen haben, wird dieses Rot natürlich nicht ganz 100%, ja wie soll man sagen, rot. Das wird natürlich jetzt alles so ein bisschen rosa, aber das ist überhaupt gar kein Problem, das ist nicht schlimm. Lasst euch davon nicht orientieren, der Himmel ist auch oft ganz rosa oder pink oder lila. Achtet nur darauf, dass es nicht zu viel Farbe ist. Wenn ihr jetzt auf einen Fleck zu viel Farbe habt, wischt das so ein bisschen nach draußen raus. Das ist dann überhaupt gar kein Problem. Aber denkt daran, wenn ihr große Striemen habt, nicht versehentlich in die Sonne reinmalen, sondern nach
außen, wirklich weg von der Sonne, dass sie nicht die starke Farbe jetzt in diesen wunderschönen hellen Bereich bringt. So, warum machen wir das jetzt hier? Weil wir gleich die Ecken des Himmels blau machen wollen. Und wenn wir jetzt natürlich mit dem Blau in Richtung des Gelb kommen, bekommen wir einen grünen Himmel. Deswegen verkleiden wir unsere Sonne jetzt also einmal mit diesem Rot und verblenden diese auch gleich wieder. Ich habe hier jetzt den 2-Zoll Pinsel, mit dem habe ich eben schon verblendet. Um mal zu schauen, ob ich den wiederverwenden kann, ohne auszuwaschen, reibe ich den jetzt einfach einmal in so einem Haushaltstuch so ein bisschen aus. Und da kann ich dann sehen, ist da viel Gelb drauf oder nicht. Und hier ist gar kein Gelb drauf, der ist wirklich sehr sauber, der Pinsel. Das heißt, ich kann das hier auch nochmal schön verblenden. Als erstes auch wieder von innen nach außen. Auch nicht rauf und runter, das ist jetzt gar kein Problem. Dass sich die Farbe schön auf dem Bild verteilt. Immer wieder von innen nach außen. Super. So. Okay. Das kann man ruhig. Ich mache weit nach außen, das ist gar kein Problem. Zieht das nur nicht zu stark in euren schönen Himmel rein. So, jetzt wischen wir das einmal aus, das starke Rot. Und jetzt machen wir nämlich einen wunderschönen Orangeton, indem wir das jetzt hier, die Seiten schön miteinander vermischen. Nur nicht zu doll ins tolle Gelbe, ins schöne Gelb reinkommen, sondern nur so ein kleines bisschen am Rand. Wenn das jetzt zu wenig ist, wer sagt, er möchte gerne ein bisschen mehr Orange haben, das ist natürlich auch gar kein Problem. Ich nehme einen kleinen Fächerpinsel und nur ein ganz kleines bisschen Farbe auf. Ziehe das mir hier nochmal so ein bisschen weiter ins Rot rein. Ihr seht, einfach nur so ein bisschen hier. Kleines bisschen ins Gelb. Denkt daran, nicht zu weit raus, weil da kommt gleich das Blau hin. Und jetzt könnt ihr das hier nochmal schön verwischen. Könnt ihr auch so ein bisschen mit kreisen Bewegung, dass es ein bisschen gleichmäßiger ist. Und schon habt ihr hier auch einen richtig schönen, besseren Orangeton drin. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mehr Orange haben wollt, etwas Hellrot und etwas Gelb direkt auf der Palette vermischen. Nehmt einfach einen Spachtel, ein kleines bisschen Gelb, ein kleines bisschen Hellrot. Mischt euch das einmal auf der Palette, je nachdem wie stark es werden soll. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt zu viel Rot genommen. Dann wische ich mir das hier etwas aus, nehme wieder etwas Gelb dazu und gehe nur in diesen kleinen Bereich. Mischt das wieder und jetzt seht ihr hier, was für einen tollen Orangeton ich habe. Und da stupfe ich meinen Pinsel jetzt wieder einfach etwas rein. Den habe ich jetzt nicht ausgewaschen, das ist der, wo das Rot drauf ist. Richtig schön reintupfen, dass ihr dieses Orange auch wirklich überall auf den Borsten habt. Die guten Pinsel, die können das auch ab, die brechen davon nicht. Zum Schluss noch mal etwas durch die Farbe durchziehen. Und dann können wir hier noch ein bisschen kräftigeres Orange reinbringen. Wenn ihr das möchtet, das müsst ihr aber nicht machen. Das ist einfach so, vielleicht ist auf dieser Seite ein bisschen mehr Orange als auf der. Das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt das auch komplett rosa lassen und müsst dieses Orange da nicht reinmalen. Wie gesagt, das ist ganz eure Entscheidung. Wichtig ist nur, dass ihr mit wenig Farbe arbeitet. Jetzt nehme ich wieder meinen Verblenderpinsel. Das ist immer noch der gleiche. Den habe ich noch nicht gereinigt. Und jetzt verblende ich das hier alles nochmal wieder so ein bisschen. Passt auf, dass ihr hier nicht solche Schlieren reinkriegt, wenn ihr das habt. Wischt das erstmal einmal nach außen. Und dann nochmal sauber etwas verblenden. Und ihr seht jetzt, wie wenig Farbe ich hier auf der Leinwand habe. Und das ist für dieses Bild auch wirklich ausschlaggebend. Das ist hinterher wahnsinnig wichtig, wenn man da nämlich dann die Wolken reinmacht. Das sieht einfach richtig edel aus, wenn ihr wenig Farbe da drauf habt. Okay, jetzt habe ich meinen nächsten 1-Zoll Pinsel. Und mit dem gehe ich jetzt hier in ein kleines bisschen preußisch blau. Ganz bisschen nur. Da ziehe ich die Farbe mir wieder so ein bisschen raus. In die Borsten rein.
Und weil ich jetzt möchte, dass es wirklich, wirklich dunkel wird, nehme ich jetzt ein kleines bisschen Mitternachtsschwarz da rein. Ebenfalls das gleiche. Ich ziehe es mir mit dem Pinsel so ein bisschen raus. Gehe damit in mein Preußischblau. Und das vermische ich richtig doll. Wie ihr seht. Ich will da wirklich nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel haben. Aber es muss wirklich dunkel sein. Und ich mische es auch direkt auf dem Pinsel. Wenn da so ein bisschen Schlieren gleich sind, ist es kein Problem. Das verblenden wir ja sowieso. Okay, jetzt setze ich einfach an den Ecken an. Wie ihr hier seht. Passt nur auf, dass das jetzt hier nicht zu viel Farbe wird. Nur so ein kleines bisschen, so einen kleinen Hauch. Und ganz wichtig, wirklich, achtet da jetzt drauf, wenn ihr den Rand malt, dass wenn ihr so mit dem Pinsel darüber geht, dass der euch nicht versehentlich die ganze Farbe aufs Bild spritzt. Das hatte ich nämlich beim letzten Bild auch schon. Da habe ich mich wahnsinnig geärgert. Weil wenn man dann dieses tiefdunkle Blau auf einmal in seiner gelben Sonne hat, da ärgert ihr euch die Platze. Man kann es zwar wieder verblenden und hinterher sieht man es nicht so stark. Es geht. Aber diese wirkliche Helligkeit der Sonne ist weg. Deswegen da wirklich aufpassen. Und jetzt einfach hier ganz vorsichtig nähern wir uns hier an. Dem roten Himmel. Hier oben auch etwas blau. Und wenn ihr hier auch wieder am Rand seid, ganz vorsichtig, dass ihr nicht versehentlich mit dem Pinsel, dass es gerade wenn man so rüberwischt, passiert einem das ganz häufig, dass wenn man den Rand macht, dass die Borsteln dann spritzen und man diese tolle blaue Farbe dann überall hat. Das wäre sehr ärgerlich. So, jetzt nehmen wir wieder unseren Pinsel. Das ist dieser, der saubere. Und damit verblenden wir jetzt die Ecken. Ganz vorsichtig, wirklich gucken aus den Ecken raus. Und nicht zu doll gleich ins Rot rein. Erstmal grob diese Farbe verblenden, dass wir hier keine dicken Stellen irgendwie haben. Dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Ebenfalls wieder aufpassen, nicht versehentlich die Farbe reinspritzen hier. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, nehmt euch einfach nochmal wieder ein Silbertuch und wischt den Pinsel noch einmal so ein bisschen aus. Richtig schön die Farbe aus den Borsten rauswischen, dass er nahezu wieder sauber ist. Und jetzt fangen wir wieder an zu verblenden. Wenn ihr jetzt eine Leinwand habt, die kleiner ist als meine, ich habe jetzt hier eine Leinwand, die ist 40 hoch und 60 breit. Wenn ihr kleiner seid, dann arbeitet bitte auch mit etwas kleineren Pinseln. Denn für kleinere Leinwände ist der 2 Zoll Pinsel jetzt nicht so gut geeignet. Dann benutzt da den 1 Zoll Pinsel, um das hier zu verblenden. So, ganz vorsichtig mit kreisenden Bewegungen versuchen hier feine Farbstriche zu verblenden. Und jetzt nochmal so ein bisschen ins Rot reinwischen. Wie gesagt, achtet darauf, dass man die Pinselstriche nicht so stark sieht. Ihr seht, hier habe ich noch sehr viel Blau. Hier muss ich noch stark verblenden, das ist aber überhaupt gar kein Problem. Da kommen wir schließlich hinterher auch noch ein paar Wolken hin. Wenn ihr jetzt merkt, oh Mist, da ist noch ganz schön viel Farbe, nehmt euch wieder das Silbertuch, wischt die Farbe auf euren Pinsel wieder raus. Ihr könnt sie auch vorsichtig rausziehen und dann nochmal verwischen, weil durch dieses Reiben auf dem Silbertuch bekommt ihr wirklich einen Großteil der Farbe raus. Dann fangt ihr wieder an, hier vorsichtig alles zu verblenden. Und ihr seht, was für wunderschöne Farben dadurch hier tatsächlich auf der Leinwand entstehen. Und wenn ihr das wirklich gut verblendet habt, dann könnt ihr jetzt einmal hier tatsächlich komplett drüber gehen und die Farben alle ineinander wirklich schön verwischen und verblenden, dass der Betrachter das Gefühl hat, das ist ein Himmel und nicht verschiedene. Wenn ihr jetzt mal ein Haar auf eurem Bild haben solltet, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann geht ihr aber nicht mit dem Finger drauf, sondern nehmt euren Pinsel,
einmal kurz rauf da und zieht euch das Haar ab. Das dürft ihr natürlich nicht mit einem Pinsel machen, der jetzt noch sehr viel Farbe in sich trägt, sondern da muss wirklich wenig Farbe drauf sein, sonst sieht man nämlich hier die Striche. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel, wo das Rot drauf ist und verstreiche damit jetzt nochmal das Blau, um hier keine Schlieren drin zu haben. Wie gesagt, es ist aber auch gar nicht schlimm, wenn ein paar Schlieren drin sind, denn da kommen gleich noch die wunderschönen Wolken hin. Okay, da ist auch noch ein Haar. Und weg ist es. Super, jetzt reinige ich einmal alle Pinsel und dann geht es gleich weiter mit den Wolken. Kleinen Moment bitte. So, jetzt brauche ich für meine Wolken ein kleines bisschen Lila. Dafür nehme ich mir etwas Hellrot und ein kleines bisschen Pentanolblau. Nur ganz wenig. Das verschmiere ich jetzt einfach hier einmal mit meinem Spachtel. Nehme das Rot und wische das hier rein. So kann ich einmal in etwa gucken, wie der Farbton sein soll. Ja, das kommt ganz gut hin. Also etwas mehr Rot und nur eine kleine Ecke Preußischblau. Das miteinander vermischen. Einfach immer mal wieder mit dem Spachtel aufnehmen. Jetzt ist es relativ rötlich. Das heißt, ich brauche nur eine kleine Ecke mehr von dem Blau, weil es wirklich ein schöner Lila-Ton sein soll. So, jetzt habe ich so ein schönes dunkles Violett. Und jetzt nehme ich meinen sauberen 1-Zoll-Pinsel und nehme jetzt von diesem Pinsel wirklich nur die Ecke. Die stopfe ich jetzt hier so ein bisschen rein und ziehe sie durch die Farbe. Nicht den ganzen Pinsel, sondern wirklich nur die Ecke. Nur so ein kleines bisschen die Ecke. Und dann fange ich jetzt an, hier meine Wolken zu malen. So, also. Wir nehmen jetzt hier die Farbe und mit leichten kreisenden Bewegungen. Und jetzt sehe ich, das ist mir doch zu bläulich. So, jetzt muss ich hier ein kleines bisschen mehr Rot mit reinmachen, weil mir das doch etwas zu viel Blau ist. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe die Farbe auf dem ganzen Pinsel. Das ist aber auch nicht schlimm. Da müssen wir nur gleich wirklich vorsichtig arbeiten, dass wir nicht mit dem ganzen Pinsel arbeiten. Aber jetzt habe ich hier ein richtig schönes, helles Violett. So, und wie gesagt, es war mir jetzt etwas dunkel. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ganz vorsichtig drüber mit meinem schönen Violett. Und wenig Farbe wieder. Wirklich wenig Farbe. Mit schönen kreisenden Bewegungen gehe ich jetzt einfach hier hoch. Hier, das sind jetzt einfach Wolken, die hier am Horizont lang laufen in weiter Ferne. Okay, jetzt möchte ich diese Wolken auch nochmal auf der anderen Seite haben. Das heißt, ich nehme neue Farbe auf und gehe auch hier drüben einmal rein. Und wische mir hier schöne Wolken. Versucht das ruhig mit einer Ecke des Pinsels, dann werden die so richtig schön schmal. Wenn ihr jetzt das Problem habt, dass eure Leinwand doch einiges kleiner ist jetzt hier als meine, dann könnt ihr diese kleinen schönen Wolken auch wirklich gern mit dem Fächerpinsel machen. Das ist dann vielleicht doch etwas einfacher. Okay, jetzt möchte ich aber wirklich dunklere Farbe haben. Das heißt, ich nehme mir ein kleines bisschen von dem Preußischblau auf dem Spachtel, gehe damit wieder in meine lilane Mischung, mische das so ein kleines bisschen zusammen und jetzt nehme ich den gleichen Pinsel, den habe ich eigentlich ausgewischt, und stupfe damit jetzt wieder hier in die Farbe hinein. Und jetzt ziehe ich hier drunter einmal eine dunklere Schicht. Die wische ich mal rein und mal lasse ich auch ein kleines bisschen Platz darunter. Also nicht direkt komplett beide Farben jetzt schon vermischen. Das machen wir später. So. Das wische ich jetzt einmal hier lang. Immer genug Farbe auf dem Pinsel haben. Und auch hier wieder etwas Platz dazwischen lassen. Nur manchmal ins Lila reingehen. So, macht euch keine Sorgen um den Untergrund, dass ihr hier jetzt zum Beispiel reinwischt. Das ist gar kein Problem.
Passt nur auf hier im Bereich der Sonne, dass ihr hier nicht zu tief mit euren Wolken kommt. So, jetzt haben wir das ganz wunderschön gemacht. Jetzt brauchen wir wieder einen sauberen Pinsel. Wir nehmen wieder einen 1-Zoll-Pinsel und jetzt verblenden wir das Ganze. Wir fangen als erstes bei der lilanen Wolke an, weil das so kleine Federwolken sein sollen, bei meinem Bild zumindest. Das verblende ich jetzt hier schön. Das sind so ganz weit entfernte, schöne, fluffige Wolken. So, als erstes das Lila auf beiden Seiten. So. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem Blauen. Und das wischen wir jetzt vorsichtig ins Lila rein. Und ihr seht, dadurch, dass wir jetzt hier so ein kleines bisschen Platz gelassen haben, haben wir hier jetzt so ganz wunderschöne helle und dunkle Akzente in den Wolken. Das macht hinterher das Bild besonders. So, das gleiche auch hier drüben. Ganz vorsichtig hier reinfischen. Wer jetzt möchte, dass seine Wolken doch ein kleines bisschen mehr Akzente haben, wer sagt, das ist mir jetzt hier zu wenig, nehmt euch den Spachtel, reinigt den einmal und dann nehmt ihr ein kleines bisschen Cadmiumgelb. Sollte natürlich sauber sein, jetzt ist da irgendwie andere Farbe mit reingekommen, dann reinige ich das nochmal. Also sauberes Cadmiumgelb und eine Prise Titanweiß. Das mische ich mir jetzt hier wieder. Es sollte nicht zu stark gelb werden. Dann verstreicht das nochmal, nehmt euch neues Titanweiß. Nur so ein Hauchgelb. So, schön verwischen. Und wenn es immer noch zu viel ist, nehmt euch wieder etwas Weiß und vermischt es noch etwas stärker. Das ist jetzt ganz euch überlassen, wie stark das bei euch aussehen soll. So. Okay, jetzt nehme ich mir den Fächerpinsel und den ziehe ich jetzt einfach hier schön in die Farbe rein. Richtig schön den Pinsel mit Farbe laden. Da muss jetzt richtig viel drauf rein. Ihr könnt es auch so ein kleines bisschen in die Farbe reinschieben, den Pinsel. Dann nur nochmal wieder durchziehen, dass ihr keine großen Brocken vorne an der Spitze habt. Da können wir jetzt nur ganz wenig benutzen, dann müssen wir immer gleich wieder, kleines bisschen malen, dann wieder in die Farbe. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir den Pinsel immer wieder laden. So, und jetzt könnt ihr nämlich ganz vorsichtig hier oben auf euren Wolken, wenn ihr das möchtet, das müsst ihr nicht, so ein kleines bisschen Akzente setzen und hier andeuten, dass das richtig schöne Cumuluswolken zum Beispiel sind, die hier super interessant aussehen. Hier nur noch so ein ganz bisschen auf den dunklen und hier oben richtig schön. Passt auf, dass ihr da nicht zu viele fremde Farbe auf den Pinsel habt. Ladet den Pinsel wieder neu und dann geht ihr wieder in eure wunderschönen Wolken rein. Nicht zu viel tupfen, nur so ein kleines bisschen andeuten, dass das so ein bisschen Cumuluswolken sind. Ist, wie gesagt, müsst ihr nicht machen. Das ist nur, um das Bild jetzt hier etwas aufregender zu gestalten. Eigentlich sehen die Wolken auch so, wenn man sie so lässt, richtig super schön aus. Also das tut jetzt hier gar nicht Not, dass man da jetzt noch was drauf tupft. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen 2-Zoll-Pinsel und jetzt verblende ich das hier nochmal ganz vorsichtig. Wirklich kaum die Leinwand berühren, weil sonst macht man sich diese schönen Sachen wieder kaputt. Ganz vorsichtig, einfach nur das jetzt hier verblenden, weil ich will jetzt nicht, dass das so stark aussieht. Ihr könnt natürlich das auch sogar noch kräftiger machen, wenn ihr sagt, Mensch, das sieht so toll aus, ich will hier richtig schaumige Wolken haben, sag ich mal, dann könnt ihr natürlich auch noch mehr machen, ne? Dann könnt ihr hier noch mehr Weiß in eure Wolken reinbringen. Also das ist wirklich ganz, ganz euch überlassen, was ihr am schönsten findet. Okay, dann den Pinsel wieder weglegen. Dann mache ich mal kurz meinen Spachtel sauber.
Und weil mir das jetzt noch nicht genug Wolken sind, ich möchte gerne hier oben noch so ein paar richtig schöne lilane Wolken haben, nehme ich mir jetzt noch einen anderen Fächerpinsel. Das ist ein relativ neuer Pinsel, auch wieder von Bob Ross. Und damit gehe ich jetzt in die lila Mischung mit ein bisschen Blau. Also das ist jetzt hier ein bisschen wenig, was ich jetzt noch habe. Da muss ich mir noch mal ein neues zusammenmischen. Kleines bisschen Preußischblau nehme ich da rein, weil das jetzt recht dunkel sein soll. Aber trotz alledem wirklich lila. Ich nehme ein kleines bisschen Flüssigweiß, weil die Farbe jetzt hier sehr dick ist. Streiche mir das hier noch mit rein. Und jetzt seht ihr, was für ein traumhaftes Dunkellila ich hier habe. Jetzt nehme ich den Fächerpinsel und ziehe mir die Farbe hier wirklich wieder schön in den Pinsel rein. Fülle auch die Borsten richtig schön mit der Farbe. Und jetzt male ich mir da noch ein paar schöne Wolken in mein Bild. Ich fange ganz hinten an der Sonne. Das soll hier ganz zart sein. Nur so ein paar kleine Schleierwolken, die hier jetzt am Himmel sind. Ich nehme da jetzt einfach nur ganz bisschen waagerechte Striche. Ich drücke nicht ganz doll auf, beziehungsweise sogar nur ganz zart. Und wische so ein ganz bisschen hauchfein die Farbe von meinem Pinsel. So. Hier kommen wir jetzt dichter, das heißt, hier werden die Wolken jetzt natürlich auch etwas größer und etwas breiter. Hier könnt ihr jetzt anfangen, etwas doller aufzudrücken. Und dann macht die Wolken so groß, wie ihr das möchtet. So, meine Schleierwolken gehen jetzt hier zu Ende. Dann sind hier hinten auch noch welche. Passt auf, dass ihr da nicht zu viele macht. Sonst sieht das Bild nämlich dann auch gleich etwas überladen aus. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Hier hinten ist noch eine kleine. Einfach nur so ein bisschen waagerechte Schritte, Striche. Ach Mann, manchmal verhaspel ich mich auch. Bitte verzeiht mir. Jetzt nehme ich wieder einen sauberen Pinsel. Habe ich da noch einen? Ja, den großen habe ich hier noch. Ganz, ganz vorsichtig verblenden. Wirklich ganz hauchzart die Leinwand nur berühren. Dieser Pinsel ist jetzt schon komplett ausgetrocknet. Deswegen auch wirklich vorsichtig nur so ein bisschen hin und her. Natürlich könnt ihr auch hier schöne Cumuluswolken noch malen, wenn ihr das möchtet. Kleines bisschen. So ein bisschen aufregendere Wolken ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Ich nehme jetzt nochmal den Fächerpinsel. Nee, der ist doof. Dann nehme ich den Borstenpinsel, auch von Bob Ross. Weil hier brauche ich einen kleineren Pinsel. So, das verwische ich jetzt hier. Man soll natürlich die einzelnen Pinselstriche jetzt nicht sehen. Um das wirklich schön ein bisschen anzudeuten, die Perspektive. Hier muss ich jetzt mal mit dem Finger, ganz vorsichtig. Oder wir nehmen einen sauberen, trockenen Pinsel und holen uns einmal das Haar hier wieder raus. So. Macht das so ein bisschen im Bogen nach unten, so ein kleines bisschen wie ein U. Das sind so kleine Wölkchen, die hier am Himmel lang schweben. Und indem ihr das wie ein bisschen wie ein U aussehen lässt, gebt ihr den Wolken ein kleines bisschen mehr Volumen. So. Okay. Wem das jetzt zu doll ist, der kann natürlich auch viel weniger lila nehmen. Kann das noch zarter machen. Ich verstreiche das jetzt hier nochmal ein bisschen. Deswegen haben wir vorher den Himmel natürlich so richtig gut verblendet. Dass wir nämlich jetzt hier in den Wolken problemlos arbeiten können, ohne uns den Hintergrund jetzt zu stark aufzuwirbeln. Okay, wunderbar. Wie gesagt, ihr könnt da jetzt auch kleine Cumuluswolken draus machen, indem ihr das noch ein bisschen dichter macht. Das ist ganz, wie ihr möchtet. Wenn ihr jetzt sagt, hey, nee, die Wolke ist mir jetzt total misslungen, also so gefällt mir das jetzt ja gar nicht, dann nehmt euch einen sauberen Pinsel und dann könnt ihr versuchen, das hier so ein ganz kleines bisschen noch wieder zu verstreichen und zu verblenden.
Nur denkt daran, es wird nicht mehr ganz sauber. Das heißt also, was ihr hier einmal gemalt habt, kriegt ihr dann auch nicht mehr ganz weg. Ihr könnt es nur etwas verblenden. Aber das ist, wie gesagt, gar kein Problem. Wenn jetzt hier eine Wolke ist, die euch überhaupt nicht gefällt, dann habt ihr noch die Möglichkeit, malt einfach eine etwas dickere Wolke noch darüber. Zum Beispiel so eine schöne Cumuluswolke noch, ganz wie ihr möchtet. Okay, für mich war es das jetzt. Mein Himmel ist soweit fertig. Ich reinige jetzt wieder meine Pinsel und dann sehen wir uns gleich zum Wasser. So, kommen wir nun zum Wasser. Dann nehmen wir uns jetzt einmal einen Fineliner und einfach nur ein kleines bisschen Weiß, flüssig Weiß bitte, und einen Hauch von dem Preußisch Blau. Das mixen wir zu einem ganz, ganz leichten Blau. Das zeige ich jetzt nicht extra, weil ich glaube, jeder kann sich selbst ein ganz helles Blau zusammenmixen. Okay, jetzt müssen wir einmal festlegen, wo ist unser Strand und wo ist unsere Welle. Ich sage mir jetzt einfach mal so, mein Strand läuft hier lang und geht nicht ganz durchs ganze Bild. So, und meine Welle kommt ungefähr von hier. Ich hoffe, ich habe es nicht zu hell gemacht und ihr könnt das gut sehen. So, das ist mein Wellenkamm. Und jetzt ist hier mein Wellenbogen. Der soll ungefähr unter der Sonne sein. Der geht dann etwas höher. Hier ist mein Kamm und hier läuft die Welle entlang. So, hier beschlägt sie sich. Das ist jetzt keine riesige Welle. Also wir sind jetzt hier nur ganz normal am Strand und jetzt nicht irgendwie bei einem ganz dollen Sturm oder so unterwegs. Hier überschlägt sie sich. Hier noch nicht. Bei mir in meinem Wasser ist sie hier noch nicht überschlagen, beziehungsweise hier noch nicht gebrochen, sondern hier ist sie noch ganz normal. Ihr kennt ja bestimmt schon ganz viele Meerbilder. In fast allen, die man sieht, ist hier dann ein wunderschöner Stein. Da prallt die Welle gegen. Sieht natürlich unfassbar schön aus, gar keine Frage. Aber ich dachte mir, da es davon schon genug Bilder gibt, gibt es bei mir in meinem Bild mal keinen Stein. Und die Welle läuft hier einfach weiter. Okay, hier ganz wichtig jetzt drauf zu achten, dass dieser Bereich hier, wo euer Bogen ist, hell bleibt. Malt dann nicht rein. Wenn ihr das jetzt verschmutzt, ihr bekommt es noch wieder heller, aber das nur in mehreren Schritten. Deswegen versucht da jetzt nicht reinzumalen. Und jetzt malen wir uns hier schon mal die Linien ganz leicht vor, um zu sehen, wie denn unsere Welle verläuft. Die läuft ja hier relativ gerade zum Strand dann hin. Das sind jetzt hier schon mal einige Hilfslinien, die wirklich wichtig sind, dass man sich dann hier nachher nicht verdödelt. Diese Linien solltet ihr auf jeden Fall machen. Die helfen euch später zu verstehen, wie das Wasser verläuft. Genauso einmal hier oben. Hier bricht ja die Welle. Das heißt, es ist ein kleines bisschen tiefer. Dann denkt dran, wenn ihr hingeht, Perspektive, dass ihr ein wenig kleiner werdet. Und dann gehen wir hoch zum Wellenkamm wieder. Okay, das gleiche jetzt auch hier wieder die Hilfslinien. Stellt euch vor, das ist so eine schöne, leckere Rolle aus Teig, die mehrere Schichten hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der läuft hier lang, dann muss hier circa meine Hilfslinie wieder lang gehen. Und das mache ich jetzt ungefähr alle paar Zentimeter einmal, damit ich ungefähr weiß, wie ich nachher das Wasser hier malen muss. Das gleiche auch hier. Die Welle bricht und verläuft hier schon dann sehr gerade, weil wir hier doch schon deutlich weiter weg sind. So, ich hoffe, ich spreche nicht wieder schon viel zu leise, dass ihr mich nicht hört. Aber es ist, wie gesagt, wirklich schwer zu sprechen, wenn man sich so hoch konzentriert. Ja, verzeiht mir. Okay, also hier weitere Hilfslinie. Hier ist die Welle noch nicht gebrochen. Okay, so, das Hellblau einfach tatsächlich
damit wir uns hier jetzt nicht zu viel vermalen, falls wir uns das hier nochmal anders überlegen oder die Welle doch noch einen anderen Verlauf nimmt. Okay, hier wird es nachher sowieso sehr, sehr dunkel werden. Das ist nur für uns schon mal im Kopf, wie es hinterher aussehen wird. Okay, soweit so gut. Jetzt nehmen wir uns den 1 Zoll Pinsel und da benutzen wir jetzt ein kleines bisschen von dem Preußisch Blau, das verstreichen wir hier auf unserer Palette, und Schwarz. Von dem Mitternachtsschwarz eine ganze Menge. Das soll jetzt hier nämlich richtig dunkel werden. Und wir brauchen viel Farbe. Die muss richtig dick sein und die Borsten müssen gefüllt sein. So. Und ganz wichtig, jetzt nicht stupfen, sondern zieht den Pinsel wirklich nur durch die Farbe. Dreht ihn, zieht ihn immer wieder durch die Farbe. Nehmt noch mehr Farbe auf. Hierfür brauchen wir jetzt leider ein bisschen mehr. Das Mitternachtsschwarz ist oftmals sehr fest. Das ist aber kein Problem, weil das Preußischblau dafür sehr flüssig in der Regel ist. Falls ihr beide Farben haben solltet, die sehr fest sind, nehmt sonst ruhig ein kleines bisschen Blumenöl oder auch einen kleinen, wirklich einen Tropfen Verdünner und macht euch die Farbe zur Not etwas flüssiger. Aber nicht zu flüssig, einfach nur so, dass ihr gut damit streichen könnt. Warum ich jetzt die Farbe hier wirklich so doll durchziehe, weil ich erreichen möchte, dass der Pinsel wirklich eine ganz schöne, scharfe Kante hat, damit wir gleich den Horizont malen können. So, und jetzt gehe ich mit dieser scharfen Kante ganz gerade hier entlang. Ich fange etwas tiefer an, weil einige Pinselhaare mit Sicherheit noch nicht so das tun, was ich möchte. Deswegen erst tiefer anfangen. Und wenn ihr dann eine gute Linie gefunden habt, dann geht ihr einfach einen Tick höher und zieht das glatt lang. Habt ihr diese Linie nicht gefunden, weil ihr vielleicht doch noch zu wenig Farbe auf dem Pinsel habt, dann nehmt euch neue Farbe, zieht den Pinsel wieder durch die Farbe durch und macht euch eine Spitze. So, jetzt im Sitzen fällt es mir etwas schwer zu erkennen, ob ich jetzt gerade bin oder nicht. Ich ziehe das jetzt hier einfach mal vorsichtig lang. Beim Horizont ist es natürlich äußerst wichtig, dass man hier gerade arbeitet. Hier jetzt einen schiefen Horizont zu malen, dass das Wasser aus dem Bild rausläuft, versaut euch das ganze Bild. So. Ihr könnt natürlich auch nochmal nachmalen. Hauptsache, ihr habt erstmal so die Grundlinie. Dann nehmt euch neue Farbe auf. Wie gesagt, hier für diese Linie braucht ihr wirklich eine ganze Menge Farbe. Schreckt da nicht vor zurück, da zu wenig Farbe jetzt zu nehmen. Und malt euch hier eine wirklich schöne, glatte Linie. Solltet ihr hier jetzt ein Kinken drin haben, so wie ich, zum Beispiel habe ich hier jetzt sehr tief angefangen, ihr seht, das ist hier noch total weiß, dann müsst ihr leider nochmal ansetzen und mit dem Pinsel noch einmal hier lang ziehen. Weil von dem Weiß soll jetzt hier natürlich nichts mehr zu sehen sein. Dann müsst ihr das noch einmal machen. Schön gerade einmal lang ziehen. Wenn ihr jetzt leider das Pech habt, dass ihr hier vielleicht irgendwo eine Ecke habt, wo ihr sagt, ich kriege das da nicht hin, mein Horizont gelingt mir dort einfach nicht, es will nicht, dann habt ihr noch eine Möglichkeit, malt hier einfach in der Ferne einen kleinen Berg ins Wasser. So könnt ihr einen etwas schrägen Horizont ganz gut kaschieren. So, jetzt habe ich vor lauter Aufregung vergessen, hier die Mitte hell zu machen. Ist jetzt aber auch kein Problem, normalerweise. So, kommen wir nun zum Wasser. Dann nehmen wir uns jetzt einmal einen Fineliner und einfach nur ein kleines bisschen Weiß, flüssig Weiß bitte, und einen Hauch von dem Preußischblau. Das mixen wir zu einem ganz, ganz leichten Blau. Das zeige ich jetzt nicht extra, weil ich glaube, jeder
kann sich selbst ein ganz helles Blau zusammenmixen. Okay, jetzt müssen wir einmal festlegen, wo ist unser Strand und wo ist unsere Welle. Ich sage mir jetzt einfach mal so, mein Strand läuft hier lang und geht nicht ganz durchs ganze Bild. So, und meine Welle kommt ungefähr von hier. Ich hoffe, ich habe es nicht zu hell gemacht und ihr könnt das gut sehen. So, das ist mein Wellenkamm. Und jetzt ist hier mein Wellenbogen. Der soll ungefähr unter der Sonne sein. Der geht dann etwas höher. Hier ist mein Kamm. Und hier läuft die Welle entlang. So, hier beschlägt sie sich. Das ist jetzt keine riesige Welle. Also wir sind jetzt hier nur ganz normal am Strand. Und jetzt nicht irgendwie bei einem ganz dollen Sturm oder so unterwegs. Hier überschlägt sie sich. Hier noch nicht. Bei mir in meinem Wasser ist sie hier noch nicht überschlagen, beziehungsweise hier noch nicht gebrochen, sondern hier ist sie noch ganz normal. Ihr kennt ja bestimmt schon ganz viele Meerbilder. In fast allen, die man sieht, ist hier dann ein wunderschöner Stein. Da prallt die Welle gegen. Sieht natürlich unfassbar schön aus, gar keine Frage. Aber ich dachte mir, da es davon schon genug Bilder gibt, gibt es bei mir in meinem Bild mal keinen Stein. Und die Welle läuft hier einfach weiter. Okay, hier ganz wichtig jetzt drauf zu achten, dass dieser Bereich hier, wo euer Bogen ist, hell bleibt. Malt dann nicht rein, wenn ihr das jetzt verschmutzt. Ihr bekommt es noch wieder heller, aber das nur in mehreren Schritten. Deswegen versucht da jetzt nicht reinzumalen. Und jetzt malen wir uns hier schon mal die Linien ganz leicht vor, um zu sehen, wie denn unsere Welle verläuft. Die läuft ja hier relativ gerade zum Strand dann hin. Das sind jetzt hier schon mal einige Hilfslinien, die wirklich wichtig sind, dass man sich dann hier nachher nicht verdödelt. Diese Linien solltet ihr auf jeden Fall machen. Die helfen euch später zu verstehen, wie das Wasser verläuft. Genauso einmal hier oben. Hier bricht ja die Welle. Das heißt, es ist ein kleines bisschen tiefer. Dann denkt dran, wenn ihr hingeht, Perspektive, dass ihr ein wenig kleiner werdet. Und dann gehen wir hoch zum Wellenkamm wieder. Okay. Das gleiche jetzt auch hier, wieder die Hilfslinien. Stellt euch vor, das ist so eine schöne, leckere Rolle aus Teich, die mehrere Schichten hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der läuft hier lang, dann muss hier circa meine Hilfslinie wieder lang gehen. Und das mache ich jetzt ungefähr alle paar Zentimeter einmal, damit ich ungefähr weiß, wie ich nachher das Wasser hier malen muss. Das gleiche auch hier, die Welle bricht. Und verläuft hier schon dann sehr gerade, weil wir hier doch schon deutlich weiter weg sind. So, ich hoffe, ich spreche nicht wieder schon viel zu leise, dass ihr mich nicht hört. Aber es ist, wie gesagt, wirklich schwer zu sprechen, wenn man sich so hoch konzentriert. Ja, verzeiht mir. Okay, also hier weitere Hilfslinie. Hier ist die Welle noch nicht gebrochen. Okay. So, das Hellblau einfach tatsächlich, damit wir uns hier jetzt nicht zu viel vermalen, falls wir uns das hier nochmal anders überlegen oder die Welle doch noch einen anderen Verlauf nimmt. Okay, hier wird es nachher sowieso sehr, sehr dunkel werden. Das ist nur für uns schon mal im Kopf, wie es hinterher aussehen wird. Okay, soweit so gut. Jetzt nehmen wir uns den 1-Zoll-Pinsel und da benutzen wir jetzt ein kleines bisschen von dem Preußischblau, das verstreichen wir hier auf unserer Palette, und Schwarz. Von dem Mitternachtschwarz eine ganze Menge. Das soll jetzt hier nämlich richtig dunkel werden. Und wir brauchen viel Farbe. Die muss richtig dick sein und die Borsten müssen gefüllt sein. So. Und ganz wichtig, jetzt nicht stupfen. Sondern zieht den Pinsel wirklich nur durch die Farbe. Dreht ihn, zieht ihn immer wieder durch die Farbe. Nehmt noch mehr Farbe auf. Hierfür brauchen wir jetzt leider ein bisschen mehr.
Das Mitternachtsschwarz ist oftmals sehr fest. Das ist aber kein Problem, weil das Preußischblau dafür sehr flüssig in der Regel ist. Falls ihr beide Farben haben solltet, die sehr fest sind, nehmt sonst ruhig ein kleines bisschen Blumenöl oder auch einen kleinen, wirklich einen Tropfen Verdünner und macht euch die Farbe zur Not etwas flüssiger. Aber nicht zu flüssig, einfach nur so, dass ihr gut damit streichen könnt. Warum ich jetzt die Farbe hier wirklich so doll durchziehe, weil ich erreichen möchte, dass der Pinsel wirklich eine ganz schöne, scharfe Kante hat, damit wir gleich den Horizont malen können. So, und jetzt gehe ich mit dieser scharfen Kante ganz gerade hier entlang. Ich fange etwas tiefer an, weil einige Pinselhaare mit Sicherheit noch nicht so das tun, was ich möchte. Deswegen erst tiefer anfangen. Und wenn ihr dann eine gute Linie gefunden habt, dann geht ihr einfach einen Tick höher und zieht das glatt lang. Habt ihr diese Linie nicht gefunden, weil ihr vielleicht doch noch zu wenig Farbe auf dem Pinsel habt, dann nehmt euch neue Farbe, zieht den Pinsel wieder durch die Farbe durch und macht euch eine Spitze. So, jetzt im Sitzen fällt es mir etwas schwer zu erkennen, ob ich jetzt gerade bin oder nicht. Ich ziehe das jetzt hier einfach mal vorsichtig lang. Beim Horizont ist es natürlich äußerst wichtig, dass man hier gerade arbeitet. Hier jetzt einen schiefen Horizont zu malen, dass das Wasser aus dem Bild rausläuft, versaut euch das ganze Bild. So. Ihr könnt natürlich auch nochmal nachmalen. Hauptsache, ihr habt erstmal so die Grundlinie. Dann nehmt euch neue Farbe auf. Wie gesagt, hier für diese Linie braucht ihr wirklich eine ganze Menge Farbe. Schreckt da nicht vor zurück, da zu wenig Farbe jetzt zu nehmen. Und malt euch hier eine wirklich schöne, glatte Linie. Solltet ihr hier jetzt ein Kinken drin haben, so wie ich, zum Beispiel habe ich hier jetzt sehr tief angefangen, ihr seht, das ist hier noch total weiß, dann müsst ihr leider nochmal ansetzen und mit dem Pinsel noch einmal hier lang ziehen. Weil von dem Weiß soll jetzt hier natürlich nichts mehr zu sehen sein. Dann müsst ihr das noch einmal machen. Schön gerade einmal lang ziehen. Wenn ihr jetzt leider das Pech habt, dass ihr hier vielleicht irgendwo eine Ecke habt, wo ihr sagt, ich kriege das da nicht hin, mein Horizont gelingt mir dort einfach nicht, es will nicht, dann habt ihr noch eine Möglichkeit, malt hier einfach in der Ferne einen kleinen Berg ins Wasser. So könnt ihr einen etwas schrägen Horizont ganz gut kaschieren. So, jetzt habe ich vor lauter Aufregung vergessen, hier die Mitte hell zu machen. Ist jetzt aber auch kein Problem. Normalerweise ziehen wir natürlich jetzt mit der dunklen Farbe. Ich mache nochmal hier den Rand, den ich so gerne vergesse. Die dunkle Farbe ziehen wir uns jetzt hier in die Mitte. Und hier seht ihr wieder, wie wichtig das ist, dass ihr das flüssig weißt. Tatsächlich hauchdünn aufgetragen habt, denn ihr seht, was für schöne dunkle Farbtöne ich hier habe. Daran könnt ihr wirklich gut erkennen, dass hier nur mit wenig Flüssigweiß gearbeitet wurde. Jetzt könnt ihr langsam mehr ins Blaue gehen. Das heißt, ich habe jetzt hier fast nur noch Preußischblau. Und jetzt ziehe ich langsam hier entlang der Welle. Passt jetzt gut auf, dass sie jetzt nicht in eure wunderschöne Welle reinkommt, sondern die Farbe darüber wegzieht. Und jetzt immer von außen nach innen die Farbe zur Reflexion so ein bisschen hinziehen. Ganz vorsichtig an der Welle. So, das gleiche hier drüben. Hier haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Hier hinten soll es natürlich dunkler sein, da kann ich ein bisschen kräftiger ausdrücken. Und wie immer beim Meer, achtet darauf, hier nicht so. Nicht senkrecht malen, ihr malt hier nur waagerecht.
Wir wollen hier nur waagerechte Striche haben. Und immer noch mal wieder zum Schluss von hinten durchziehen, dass ihr richtig eine Fläche habt, dass die Striche durchgehen. Das macht nämlich hinterher ein gutes Nährbild aus. So, das gleiche auch hier. Und da müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr dann hier nochmal aufsetzt und von der Welle aus gerade weggeht und nicht schräg werdet. So. Immer dichter hinziehen zur Spiegelung. Das gleiche auch hier. So, und jetzt nehmen wir einen sauberen 1 Zoll Pinsel. Beziehungsweise als allererstes nehmen wir nochmal einen Fächerpinsel. Da gehen wir ebenfalls mit in diese schöne dunkle Farbe, den füllen wir ordentlich. Und gehen einmal mit dem hier entlang dieser traumhaften Welle, um das hier jetzt einmal vernünftig auszufüllen. So. Gut, jetzt den sauberen Pinsel und jetzt fangen wir mal an, das hier zu verbinden. Einfach vorsichtig jetzt die Farbe durch die Mitte durchziehen. So, und jetzt haben wir hier eine ganz leichte Spiegelung in der Mitte, die auch gar nicht viel mehr sein soll, weil die Sonne eh schon so wahnsinnig tief ist. Und den Rest machen wir gleich mit Titanweiß. Wie gesagt, achtet darauf, dass man keine Pinselabsetzer jetzt sieht. Dann zieht das einmal komplett hier sauber durch. Dann sieht das nämlich auch richtig nach Meer aus. Okay, soweit so gut. Jetzt müssen wir einmal den vorderen Bereich der Welle ebenfalls sehr dunkel malen. Hier jetzt gut aufpassen, dass wir hier schon mal so ein bisschen mit der Welle mitgehen. Kann wirklich schön dunkel sein, kleines bisschen Preußischblau. Geht doch einmal in einen Klecks, Pentanolblau, damit ihr verschiedene Farbnuancen auf dem Pinsel habt. Und dann zieht hier entlang eurer Hilfslinien zum Strand. Hier ist die Sonne wieder weiter weg, das heißt, da benötigen wir natürlich wieder mehr Schwarz. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Deshalb muss ich mir da noch mal wieder ein bisschen nachfüllen. Okay. So, also hier noch mal der Fächerpinsel. Ordentlich ein bisschen Schwarz jetzt aufnehmen, die Farbe einfach hineinziehen. Ein bisschen Blau noch, das soll ja nicht nur Schwarz sein. Und dann gehen wir hier entlang unserer Welle noch mal. Hier geht die Welle wieder hier lang. Und hier können wir dann ja schon wieder von oben anfangen. Und das malen wir jetzt andersrum, weil das nach oben hin heller werden soll. So. Den Rand male ich jetzt einfach ganz über. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Okay. Denkt dran, dass ihr immer mit der Welle geht. Dafür unsere Hilfslinien. Und dann geht ihr nicht ganz oben bis zur Krone, sondern lasst da einen kleinen Hauch Weiß über. Und denkt dran, desto dichter ihr Richtung Strand kommt, desto gerader verlaufen hier natürlich auch schon die Linien in Richtung Welle. Passt auf, dass ihr nicht zu hell werdet. Nehmt lieber wieder neue Farbe auf und dann wieder vom Strand Richtung Welle. Hier unter der Welle muss es natürlich richtig dunkel sein, deswegen können wir wieder von hier aus natürlich zum Strand hingehen. Das ist hier gar kein Problem. Setzt hier auch ruhig auf und zieht den Pinsel schräg weg. So seht ihr, dass hier einzelne Wellen entstehen. Das sieht hinterher ganz gut aus. Da sieht man nämlich, dass das Wasser sich bewegt und Unterschiede hat und nicht überall gleich ist.
immer mal wieder frische Farbe aufnehmen und zum Strand hinziehen. So, denkt dran, hier kommt jetzt gleich euer heller Bereich. Deshalb gehen wir hier jetzt wieder vom Strand weg und ziehen das nach oben. Ich möchte jetzt, dass das deutlich heller wird, deswegen gehe ich jetzt in mein Pentanolblau. Einfach nur ein kleines bisschen. Den Pinsel wasche ich nicht aus, gar nichts. Ich gehe nur ein bisschen in ein Meer von Blau und wische das hier wieder hoch. Wenn ihr jetzt hier seht, ihr seht, ich komme jetzt, weiche jetzt total von meinen Hilfslinien ab. Dann kann ich mich jetzt noch korrigieren. Ich ziehe das gerade hier lang. Deswegen haben wir nämlich die ganzen Hilfslinien gemacht, um das rechtzeitig zu bemerken, dass sie hier zu schnell hochgehen. Das kann man jetzt nicht alles noch korrigieren. Hier muss ich nämlich überall schon gerade werden. Okay. So. Wer jetzt noch eine größere Leinwand hat, der kann natürlich jetzt noch wunderbar mit dem Einzollpinsel arbeiten. Das bekomme ich jetzt hier aber nicht hin. Dafür ist meine Welle jetzt hier zu klein. So. Okay. Jetzt kommen wir zum hinteren Teil. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen dunklen Bereiche machen. Deswegen fangen wir jetzt hier wieder an. Und auch hier dunkel bleiben, gerade bleiben. Haltet euch an eure Hilfslinien. Vergesst den Rand nicht, wie ich so gerne. So. Und auch wieder hier vom Strand hoch zur Welle und auch da wieder etwas weiß überlassen. Das erleichtert uns hinterher das Malen der Schaumkrone. So, einfach hier hoch. Wie hell ihr jetzt das Wasser hier tatsächlich malen möchtet, ist natürlich wieder ganz euch überlassen. Wenn ihr sagt, nö, das Bild soll nicht so dunkel werden, das gefällt mir nicht, dann könnt ihr natürlich hier dementsprechend die Farben so mixen, wie ihr das möchtet. Wer ein ganz, ganz dunkles Bild haben möchte, dem kann ich empfehlen, diesen unteren Bereich nicht mit Flüssigweiß zu bestreichen, der natürlich die Farben sehr stark aufhält. In dem Fall, wer dunkel bleiben möchte, der kann hier natürlich auch transparenten Flüssiggrund für das Meer verwenden. Der spart natürlich dann ordentlich an schwarzen Farben, an der schwarzen bzw. an dunklen Farben. Da ich jetzt aber helle Farben liebe, ich mag es halt nicht so dunkel, habe ich mich entschieden, alles in wunderschön Flüssigweiß zu machen. So, hier wieder hoch zur Welle. Und hier seht ihr, habe ich nur noch ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. Das ist auch mit Absicht so. Denn ich möchte jetzt hier viel Helligkeit haben. So. Und jetzt kommen wir auch schon zum Highlight. Nämlich diesen hellen Fleck in unserer Welle. Ziehen wir natürlich jetzt mit der dunklen Farbe, ich mache nochmal hier den Rand, den ich so gerne vergesse, die dunkle Farbe ziehen wir uns jetzt hier in die Mitte. Und hier seht ihr wieder, wie wichtig das ist, dass ihr das Flüssigweiß tatsächlich hauchdünn aufgetragen habt. Denn ihr seht, was für schöne dunkle Farbtöne ich hier habe. Daran könnt ihr wirklich gut erkennen, dass hier nur mit wenig Flüssigweiß gearbeitet wurde. Jetzt könnt ihr langsam mehr ins Blaue gehen. Das heißt, ich habe jetzt hier fast nur noch Preußischblau. Und jetzt ziehe ich langsam hier entlang der Welle. Passt jetzt gut auf, dass sie jetzt nicht in eure wunderschöne Welle reinkommt, sondern die Farbe darüber wegzieht. Jetzt immer von außen nach innen die Farbe zur Reflexion so ein bisschen hinziehen. Ganz vorsichtig an der Welle. So, das gleiche wie hier drüben. Hier haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Hier hinten soll es natürlich dunkler sein, da kann ich ein bisschen kräftiger ausdrücken. Und wie immer beim Meer, achtet darauf, hier nicht so.
nicht senkrecht malen. Ihr malt hier nur waagerecht. Wir wollen hier nur waagerechte Striche haben. Und immer noch mal wieder zum Schluss von hinten durchziehen, dass ihr richtig eine Fläche habt, dass die Striche durchgehen. Das macht nämlich hinterher ein gutes Nährbild aus. So, das gleiche auch hier. Und da müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr dann hier nochmal aufsetzt und von der Welle aus gerade weggeht und nicht schräg werdet. So. Immer dichter hinziehen zur Spiegelung. Das gleiche auch hier. So, und jetzt nehmen wir einen sauberen 1 Zoll Pinsel. Beziehungsweise als allererstes nehmen wir nochmal einen Fächerpinsel. Da gehen wir ebenfalls mit in diese schöne dunkle Farbe, den füllen wir ordentlich. Und gehen einmal mit dem hier entlang dieser traumhaften Welle, um das hier jetzt einmal vernünftig auszufüllen. So. Gut, jetzt den sauberen Pinsel und jetzt fangen wir mal an, das hier zu verwenden. Einfach vorsichtig jetzt die Farbe durch die Mitte durchziehen. So, und jetzt haben wir hier eine ganz leichte Spiegelung in der Mitte, die auch gar nicht viel mehr sein soll, weil die Sonne eh schon so wahnsinnig tief ist. Und den Rest machen wir gleich mit Titanweiß. Wie gesagt, achtet darauf, dass man keine Pinselabsetzer jetzt sieht. Dann zieht das einmal komplett hier sauber durch. Dann sieht das nämlich auch richtig nach Meer aus. Okay, so weit, so gut. Jetzt müssen wir einmal den vorderen Bereich der Welle ebenfalls sehr dunkel malen. Hier jetzt gut aufpassen, dass wir hier schon mal so ein bisschen mit der Welle mitgehen. Kann wirklich schön dunkel sein, kleines bisschen Preußischblau. Geht doch einmal in einen Klecks, Pentanolblau, damit ihr verschiedene Farbnuancen auf dem Pinsel habt. Und dann zieht hier entlang eurer Hilfslinien zum Strand. Hier ist die Sonne wieder weiter weg, das heißt, da benötigen wir natürlich wieder mehr Schwarz. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Deshalb muss ich mir da noch mal wieder ein bisschen nachfüllen. Okay. So, also hier noch mal der Fächerpinsel. Ordentlich ein bisschen Schwarz jetzt aufnehmen, die Farbe einfach hineinziehen. Ein bisschen Blau noch, das soll ja nicht nur Schwarz sein. Und dann gehen wir hier entlang unserer Welle noch mal. Hier geht die Welle hier lang. Und hier können wir dann ja schon wieder von oben anfangen. Und das malen wir jetzt andersrum, weil das nach oben hin heller werden soll. So. Den Rand male ich jetzt einfach ganz über. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Okay. Denkt dran, dass ihr immer mit der Welle geht. Dafür unsere Hilfslinien. Und dann geht ihr nicht ganz oben bis zur Krone, sondern lasst da einen kleinen Hauch Weiß über. Und denkt dran, desto dichter ihr Richtung Strand kommt, desto gerader verlaufen hier natürlich auch schon die Linien in Richtung Welle. Passt auf, dass ihr nicht zu hell werdet. Nehmt lieber wieder neue Farbe auf und dann wieder vom Strand Richtung Welle. Hier unter der Welle muss es natürlich richtig dunkel sein, deswegen können wir wieder von hier aus natürlich zum Strand hingehen. Das ist hier gar kein Problem. Setzt hier auch ruhig auf und zieht den Pinsel schräg weg. So seht ihr, dass hier einzelne Wellen entstehen. Das sieht hinterher ganz gut aus.
Da sieht man nämlich, dass das Wasser sich bewegt und Unterschiede hat und nicht überall gleich ist. Immer mal wieder frische Farbe aufnehmen und zum Strand hinziehen. So, denkt dran, hier kommt jetzt gleich euer heller Bereich. Deshalb gehen wir hier jetzt wieder vom Strand weg und ziehen das nach oben. Ich möchte jetzt, dass das deutlich heller wird, deswegen gehe ich jetzt in mein Pentanolblau. Einfach nur ein kleines bisschen den Pinsel, wasche ich nicht aus, gar nichts. Gehe nur ein bisschen in ein Meer von Blau und wische das hier wieder hoch. Wenn ihr jetzt hier seht, ihr seht, ich komme jetzt, weiche jetzt total von meinen Hilfslinien ab, dann kann ich mich jetzt noch korrigieren. Ich ziehe das gerade hier lang. Deswegen haben wir nämlich die ganzen Hilfslinien gemacht, um das rechtzeitig zu bemerken, dass wir hier zu schnell hochgehen. Das kann man jetzt nämlich alles noch korrigieren. Hier muss ich nämlich überall schon gerade werden. Okay. So. Wer jetzt noch eine größere Leinwand hat, der kann natürlich jetzt noch wunderbar mit dem 1 Zoll Pinsel arbeiten. Das bekomme ich jetzt hier aber nicht hin. Dafür ist meine Welle jetzt hier zu klein. So. Okay. Jetzt kommen wir zum hinteren Teil. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen dunklen Bereiche machen. Deswegen fangen wir jetzt hier wieder an. Und auch hier dunkel bleiben, gerade bleiben. Haltet euch an eure Hilfslinien. Vergesst den Rand nicht, wie ich so gerne. So. Und auch wieder hier vom Strand hoch zur Welle und auch da wieder etwas weiß überlassen. Das erleichtert uns hinterher das Malen der Schaumkrone. So, einfach hier hoch. Wie hell ihr jetzt das Wasser hier tatsächlich malen möchtet, ist natürlich wieder ganz euch überlassen. Wenn ihr sagt, nö, das Bild soll nicht so dunkel werden, das gefällt mir nicht, dann könnt ihr natürlich hier dementsprechend die Farben so mixen, wie ihr das möchtet. Wer ein ganz, ganz dunkles Bild haben möchte, dem kann ich empfehlen, diesen unteren Bereich nicht mit Flüssigweiß zu bestreichen, der natürlich die Farben sehr stark aufhält. In dem Fall, wer dunkel bleiben möchte, der kann hier natürlich auch transparenten Flüssiggrund für das Meer verwenden. Der spart natürlich dann ordentlich an schwarzen Farben, an der schwarzen bzw. an dunklen Farben. Da ich jetzt aber helle Farben liebe, ich mag es halt nicht so dunkel, habe ich mich entschieden, alles in wunderschön Flüssigweiß zu machen. So, hier wieder hoch zur Welle. Und hier seht ihr, habe ich nur noch ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. Das ist auch mit Absicht so. Denn ich möchte jetzt hier viel Helligkeit haben. So. Und jetzt kommen wir auch schon zum Highlight. Nämlich diesen hellen Fleck in unserer Welle. Dafür nehmen wir uns wieder einen kleinen Borstenpinsel, ein bisschen Titanweiß und ein Hauch Gelb. Und malen uns hier so einen richtig schönen hellgelben Hintergrund. Nehmt ruhig etwas mehr Weiß, das darf wirklich hell sein. Mischt die Farben gut. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Spachtel machen, aber das geht auch genauso gut mit einem Borstenpinsel. Und dann fangen wir an, hier dem Wellenbogen nach die Farbe so ein bisschen zu verteilen. Fangt wirklich als erstes in der Mitte an, damit ihr nicht in die blaue Farbe reinkommt. Das ist sehr wichtig jetzt. So, jetzt malen wir das hier nämlich richtig schön aus und tasten uns ganz vorsichtig ans Blau ran. Aber wir berühren es nicht. Da kommt hinterher sowieso noch Schaumkrone drauf. Deshalb berühren wir das jetzt nicht. So, richtig schön hellgelb.
Wer da gerne noch einen Klecks mehr Gelb drin haben möchte, der kann jetzt noch mal etwas Gelb dazu nehmen. Und hier in der Mitte wirklich noch mal so eine tolle Reflexion am Gelb malen. So, und jetzt streichen wir das Richtung Wasser. Wie gesagt, malt ganz vorsichtig, kommt nicht ins Blau rein, noch nicht. So, und wer jetzt noch ein besonderes Highlight hier reinsetzen möchte, das mache ich nämlich zu gerne, der nimmt sich jetzt noch mal einen ganz kleinen Klecks Pentanol Grün. Und jetzt nehme ich mir noch mal den Fächerpinsel, mische den etwas mit einem Hauch Pentanol Blau und dann fahre ich jetzt ganz vorsichtig mit dem hier in diese Welle rein. Wirklich ganz vorsichtig. Da ist nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. Und da gehe ich jetzt diesen Bogen einmal entlang. So sieht das Wasser dann nämlich gleich richtig türkis aus. Als ob hier richtig das Licht reinscheint. Das macht einen ganz, ganz tollen Eindruck. Gerade bei Wasser ist Grün natürlich jetzt nicht verkehrt. Das gleiche mache ich jetzt auch hier. Hier überall scheint ein ganz bisschen die Sonne rein, deswegen ist hier etwas Grün im Wasser. Es ist hell und ich streiche das jetzt hier einfach so mit runter. Ganz vorsichtig und überall verteile ich jetzt hier so ein kleines bisschen mein Grün. Dass der Betrachter wirklich davon den Eindruck bekommt, dass das Wasser hier sehr hell ist, das Licht hier richtig drin schimmert. Und wir hier ein bisschen an der Südsee sind, wo wir schönes, klares, blaues Wasser haben. Okay, jetzt brauche ich nochmal einen Pinsel, um das hier jetzt ein ganz kleines bisschen zu verblenden. Wirklich nur einen Hauch. Da habe ich einen Pinsel mit sehr langen Borsten, der ist jetzt sauber. Ihr könnt natürlich auch einen anderen nehmen. Und jetzt gehe ich ganz, ganz wirklich vorsichtig und verblende das hier so ein ganz bisschen. Und deute jetzt hier so ein ganz bisschen den Wellenbogen an. Ganz vorsichtig gehe ich jetzt in dieses wunderschöne helle Gelb rein und deute ganz vorsichtig, wie gesagt, das hier einmal mit an. Macht da nicht zu viel, dass ihr sagt, oh, ein bisschen geht noch. Wenn ihr euch den ganzen gelben Bereich jetzt zu stark übermalt, ärgert ihr euch. Weil das hier wird wirklich später euer Highlight. Dieser wunderschöne, helle, gelbe Punkt in eurer Welle. So, jetzt verblenden wir das noch ganz vorsichtig, dass man die einzelnen Borstenstriche nicht stark sieht. Ein bisschen sehen darf man sie, weil wir wollen ja hier das Wasser andeuten und die Welle selbst. Okay. Jetzt kommen wir zum oberen Teil der Welle. Dafür reinige ich jetzt noch mal ganz kurz meine Pinsel. Moment bitte. So, kommen wir nun zur Hauptwelle. Dafür nehmen wir jetzt einen Fächerpinsel. Ich habe vergriffen. Ein Fächerpinsel, etwas preußisch blau, ein ganz kleinen Klecks Pentanol blau. Und ein wenig schwarz. Nur ein kleines bisschen stupfen, dass wir die Farben nicht zu stark vermischen. Wir wollen nämlich die verschiedenen Farben auf dem Pinsel sehen. Wir haben auch nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel. So, und jetzt nehmen wir den Fächerpinsel und fangen von hinten an. Folgen dem Wellenkamm. Da, wo die Welle ist, hier hinten, ziehen den Richtung Überschlag der Welle einmal runter. So, ganz vorsichtig. Ein bisschen mehr Farbe brauchen wir, wenn wir ansetzen. Ein kleines bisschen entlang der Welle ziehen und dann runter. Soll da hinten richtig schön dunkel sein. Und dann nicht ganz bis nach vorne ziehen, lasst da ein kleines bisschen weiß über. Einfach hier runterziehen. Strich und runterziehen. Versucht, dass ihr das nur ein maximal zweimal macht. Falls ihr zu wenig Farbe habt, ist das gar kein Problem. Geht nochmal rüber und versucht aber der Linie treu zu bleiben.
wieder hier vorne hin, Strich, runterziehen. Und durch die verschiedenen Farben mit dem tollen Fächerpinsel seht ihr, dass ihr da ganz feine Striche macht. Das geht praktisch von ganz alleine. So. Wunderbar. Das war's auch schon. Und jetzt machen wir das von hier auch nochmal ganz vorsichtig. Wir haben nur noch ganz wenig Farbe da drauf. Auch hier ganz vorsichtig einmal runterziehen. Wir wollen, dass das Weiß da noch viel drin bleibt. Aber man soll trotzdem die Wellenbewegung sehen. Hier ganz vorsichtig, weil wir jetzt sehr dunkle Farbe haben. Achso, natürlich größer. Ganz vorsichtig von oben wegziehen. Ganz vorsichtig, hauchzart. Hier nur noch ein paar einzelne feine Linien reinbekommen. Ganz vorsichtig, ganz zart. Okay, prima. Das hätten wir soweit. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen viel Platz habt, geht nochmal rein, ganz vorsichtig. Zieht es ein Stückchen weiter runter, dass ihr wirklich nur einen kleinen Rand hier habt. Okay, jetzt brauchen wir einmal den Borstenpinsel. Mit dem Borstenpinsel in die möglichst dunkle Farbe. Nehmt preußisch blau und etwas schwarz. Mischt das auf dem Pinsel. Einfach irgendwie mischen. Das ist jetzt gar nicht wichtig, wie ihr die Farbe da jetzt eintunkt. Und dann gehen wir ganz vorsichtig hier am Wellenkamm, da wo die Welle sich überschlägt, ganz vorsichtig mit kreisenden Bewegungen. Und machen das hier einmal dunkel. Warum wir das machen? Damit man gleich umso besser die Akzente sehen kann. Und der zweite Grund, natürlich durch dieses Reiben, was wir jetzt hier machen, ist natürlich in dem Bereich hier die Farbe wirklich kontrolliert. Das heißt, wir haben jetzt hier hauchdünne Farbe und können dort gleich unser Titanweiß ganz beruhigt auftragen. Hier auch etwas höher, hier spritzt das Wasser ein wenig vom Überschlag. So. Das macht ihr aber nur bis hier, hier nicht mehr. Hier arbeiten wir gleich nur mit Weiß. Nur da, wo der Überschlag ist und wo die Welle auf die aufs Wasser auftrifft, da einmal so ein bisschen verwischen. So, alles klar. Den Pinsel legen wir weg. Und jetzt nehmen wir uns einen sauberen Fächerpinsel. Diesen dort. Den muss ich einmal rein. Kleiner bitte. Der muss wirklich sauber sein und trocken. Also nehmt euch ein Zebertuch. Macht den Pinsel wirklich trocken. Drückt ordentlich fest und zieht die Farbe ein wenig aus den Borsten hinaus. Und nicht die Farbe, die den Verdünner. Okay, jetzt gehen wir mit dem Pinsel in reines Titanweiß. Wirklich eine Menge Titanweiß. Also der Pinsel muss wirklich gut gefüllt sein. Zieht den von beiden Seiten in das Titanweiß rein, sodass der Pinsel wirklich schön gefüllt ist. Zum Schluss ruhig einmal ganz vorsichtig reinschieben, damit ihr auch auf den Borsten richtig schön die Farbe zu sehen habt. Die Farbe habt. Okay. Also, jetzt fangen wir als erstes mal hier oben an. Und hier ist jetzt die Gischt. Da könnt ihr auch so ein bisschen das einfach nach oben drücken. Ganz vorsichtig, arbeitet da auch ein bisschen mit der Ecke und wirklich nur stupfen. Immer wieder ein bisschen frische Farbe aufnehmen. Wenn ihr nicht mehr genug auf der Palette habt, seid da nicht zu geizig. Da brauchen wir nämlich noch eine ganze Menge von dem Titanweiß. Dann nehmt euch noch mal lieber frische Farbe auf, füllt euch ein wenig Titanweiß dazu. Weil das habe ich nämlich auch schon öfters festgestellt, dass man sagt, ach, ich bin fast fertig mit dem Bild. Ach, das bisschen Farbe reicht jetzt. Und hinterher ärgert man sich, weil das Ergebnis leider nicht so geworden ist, wie man sich das wünscht. Wenn man dann zu geizig mit der Farbe plötzlich war,
Deswegen lieber ein kleines bisschen mehr nochmal aufnehmen. Und dann fangen wir hier hinten auch nochmal an, mit dem Pinsel hier zu arbeiten und hier auch nochmal etwas Gischt zu machen. Wie gesagt, versucht hier wirklich zu stupfen, zu tippeln, wie auch immer, aber nicht mit der Farbe reinziehen. Wirklich nur so ein kleines bisschen die Gischt hier andeuten. Wer jetzt besonders hell arbeiten möchte, kann natürlich jetzt auch dann nochmal so die Pinselstriche hier so ganz vorsichtig reinziehen. Wer sagt, bei mir scheint die Sonne hier richtig hell rein, der kann jetzt hier nochmal heller arbeiten. Das müsst ihr aber nicht machen, weil wie gesagt, das ist ein sehr dunkles Bild eigentlich. Hier kommt die Sonne kaum noch hin. Das heißt, hier sieht man natürlich auch weniger stark die Reflexion. Das ist ganz euch überlassen, inwieweit ihr hier hell arbeiten möchtet. Okay, wir nehmen wieder frische Farbe auf. Und hier stupfen, stupfen, stupfen. Weil hier einfach ein bisschen die Gischt spritzt. So, den Pinsel legen wir beiseite. Jetzt brauche ich nochmal wieder den Borstenpinsel. Da muss ich mir ebenfalls einmal das dunkle Blau jetzt rauswischen. Und auch hier wieder drauf achten, trockener Pinsel. Wirklich, wirklich trocken muss der sein. Silbertuch nehmen und einmal richtig auskneten das Wasser, den Verdünner. Und dann gehen wir auch mit dem in schönes Titanweiß. Wie ihr da reingeht, ist total wieder egal. Einfach den Pinsel wirklich schön mit Farbe laden. Und dann fangen wir an, hier ordentlich ein paar Spritzer zu machen. Hier ist richtig viel Gischt in der Welle. Hier spritzt die, hier ist es richtig weiß. Und hier stupfen wir auch einfach mit der Farbe. Passt auf, dass ihr nicht zu dicke Kleckse drauf habt, sonst habt ihr hier nur Matsch. Aber selbst Matsch macht hier nichts, weil wir hier richtig Schaum haben. Hier sind richtig Schaumkronen auf dem Wasser. Hier trifft die Welle auf das Wasser auf. Immer mal wieder den Pinsel abstreichen und frisches Weiß aufnehmen und dann hier richtig schön einmal die Gischt andeuten. Passt auch da, wo ihr vielleicht Bereiche habt, wo die Welle noch nicht aufs Wasser auftrifft, da darf natürlich nicht ganz so viel sein, da ist dieser schöne dunkle Bereich natürlich perfekt. Und hier könnt ihr wieder etwas mehr machen. So. Das hier könnt ihr natürlich auch mit dem Fächerpinsel machen, wenn das einfacher fällt. Gar keine Frage, das ist überhaupt gar kein Problem. Dieser Pinsel eignet sich mal ganz gut, mal nicht so gut. Das ist halt, wie ihr mit den Pinseln klarkommt. Da muss auch jeder für sich so ein bisschen gucken, womit er am besten arbeiten kann. Ich habe anfangs viel mit dem Fächerpinsel diese Arbeiten gemacht, eigentlich fast ausschließlich, aber auch nicht immer perfekt, weil dann bekommt man immer diese sehr starken Bögen und das hat mir hinterher einfach nicht mehr so gut gefallen. Deswegen nehme ich jetzt hier den Borstenpinsel und stupfe mir hier einfach so ein bisschen die Gischt. Ganz toll geht das natürlich auch mit dem 1 Zoll Pinsel. Wie gesagt, dafür ist mein Bild aber ein wenig zu klein. Damit würde ich mehr Schaden anrichten. So, und hier kann ich jetzt nochmal so ein bisschen die Wasserbewegung andeuten, wie das hier so nach vorne springt. Okay, wer will, kann hier natürlich auch noch so ein bisschen Gischt andeuten, wo das Wasser sich hier überschlägt. Ganz hauchzart nur. Und das war es auch schon. Schon ist unsere wunderschöne Welle fertig. Okay, jetzt kommen wir zum Strand. Beim Strand habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, beziehungsweise habe das auch ein bisschen abgeguckt, weil ich die Idee sehr gut fand. Das fand ich sehr schön. Deshalb machen wir das jetzt auch mal. Wir nehmen einen Borstenpinsel, wieder den 1 Zoll. Gehen damit in wunderschönes
Cadmiumgelb nur so eine kleine Ecke, nur ein ganz bisschen, und malen das einmal hier ungefähr, wo die Sonne runterkommt. Ganz vorsichtig, passt auf, dass ihr nicht ins Blau reinkommt. So. Dann streiche ich das einmal raus. Einen kleinen Moment. So, davon brauchen wir nicht viel. Dann gehe ich in das wunderschöne Hellrot. Wieder nur ein bisschen. Auch hier passt auf, dass ihr da nicht zu doll ins Blaue reinkommt. So. Noch ein kleines bisschen mehr Rot. Das kann jetzt ruhig kräftig sein. Okay. Wie weit geht das? Oh, es geht schon noch ein bisschen weiter. Da können wir noch ein bisschen mehr Rot nehmen. So. Hier auch, geht es auch ein bisschen weiter. Da ich jetzt hier sehr klein werde, nehme ich da jetzt nochmal einen Fächerpinsel, gehe in mein Karmesinrot, nur ein kleines bisschen, viel brauche ich da nicht. Mache hier die Ecke nochmal Karmesinrot, hier ebenfalls ein kleines bisschen Karmesinrot verstreichen. So. Und jetzt zu guter Letzt brauchen wir noch ein bisschen Braun. Dann nehmen wir ein kleines bisschen Van Dyke Brown. Da gehe ich einfach direkt mit dem roten Pinsel jetzt rein. Das vermischen wir eh gleich. Hab den ganz gut geladen. Und jetzt gehe ich mit dem Braun einmal hier auf den Strand. Das wird gleich so ein kleines bisschen lila. Gar kein Problem. Und hier nehme ich dann noch ein wenig Ocker. Und alles ist schön. So. Jetzt ist es natürlich nicht ganz einfach, diese Linie ganz schön hinzubekommen. Deshalb müssen wir da einmal mit einem kleinen Borstenpinsel nochmal wieder arbeiten. Den mache ich einmal sauber. Sauber und trocken. Das ist das Wichtigste. Okay, jetzt müssen wir uns hier einmal rantesten an das blaue Wasser. Wenn das jetzt ein kleines bisschen grün wird, ist das überhaupt nicht schlimm. Das vermixen wir eh gleich alles ein bisschen. So, jetzt kommen wir jetzt hier rot. Da das gleiche. Einmal rantesten an den Strand. So. Hier so ein bisschen ran. Dann gehen wir einmal auf die andere Seite. Das gleiche machen wir hier. Einfach nur so ein bisschen ran testen. So. Als kleines Highlight nehme ich jetzt nochmal hier ein bisschen weiß. Und dann nehmen wir mal den. Hier, wo die Sonne ist, kommt noch ein bisschen weiß hin. Einfaches Titanweiß. Und jetzt nehme ich mir einen sauberen Pinsel und streiche das einfach mal hier raus, ganz vorsichtig. Und da war etwas grün in meinem Weiß, etwas ärgerlich jetzt, aber das macht nichts. Ich streiche das hier vorsichtig raus. Ich will hier ja nur so eine kleine Reflexion haben. Ganz vorsichtig rausstreichen, nicht ins Rot reingehen, zumindest noch nicht in diesem Bereich. Nehme ich mir noch mal etwas neues Weiß, weil mich das jetzt hier stört. Das möchte ich gerne doch etwas stärker reflektiert hier haben. So, okay. Und jetzt gehen wir langsam aus dem Gelb in das Rot. Einfach mal hier ein bisschen rüberwischen. Ganz vorsichtig, ganz dezent. Gleich auf der anderen Seite. Einmal rüberwischen. Ab ins Lila damit. Und jetzt mit dem Zebertuch einfach einmal wieder die Farbe aus dem Pinsel wischen. Und vom Rot ins Braun rein. Erstmal nur so ganz zarte Übergänge, dass wir die grobe Farbe jetzt einmal hier runter bekommen.
So, wieder rauswischen die Farbe und nochmal. So langsam vermischen sich die Farben, ihr seht das. Wieder rauswischen, vorsichtig und wieder rüber hier. Gleich auf der Seite. Und nochmal. Die Farben vermischen sich so allmählich. Und so langsam können wir anfangen, die tatsächlich miteinander zu vermischen. Jetzt nehme ich mir nochmal einen neuen frischen Pinsel, gehe aus dem Gelb raus und in das Rot rein. Und vermische das Ganze hier noch mehr. So. Diese Arbeit ist recht schwierig, wenn man schnell dazu neigt, zu viel zu mischen. Ihr seht das hier, dann bekommt man plötzlich Striemen und Riffe. Und so, da wollte man es dann doch nicht vermischen. Das ist immer etwas ärgerlich. Wer hat, kann jetzt nochmal diesen Blender Brush nehmen. Der eignet sich besonders gut für solche Feinarbeiten, wenn man jetzt ein bisschen zu viel Farbe hier auf der Leinwand hat. Wirklich einmal abziehen, auswischen, abziehen, auswischen. Wenn ihr jetzt ganz, ganz viel Farbe auf der Leinwand habt, so wie ich habe jetzt leider hier etwas zu viel genommen, dann nehmt ihr das Silbertuch, zieht damit einmal die Farbe runter, ganz vorsichtig, einmal abziehen und schon habt ihr diese Reihenfarben relativ gut wieder hergestellt. Es sei denn, ihr geht nochmal darüber und wischt euch das da wieder rein. Och, Manu! Ja, es kann nicht immer alles perfekt laufen. Fehler passieren leider den besten. Okay, jetzt nehme ich mir einen Pinsel. Ich habe aber keinen mehr, sind alle dreckig, deswegen ganz kurze Pause. Ich muss an die Pinsel reinigen. Moment bitte. So, also ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt, aber hier habe ich ein bisschen nicht so schön gemalt. Das gefällt mir nicht so gut. Das ist sehr ungleichmäßig hier. Deswegen nehme ich mir da jetzt nochmal einen 1 Zoll Pinsel und ein ganz kleines bisschen Flüssigweiß. Gehe damit nochmal hier rein, verteile das so ein ganz bisschen hier, wie ihr seht, in allen Farben. Und das verwische ich mir jetzt hier so ein bisschen, weil mir das jetzt hier, was ich jetzt hier gemacht habe, einfach nicht so gut gefällt. Und das verteile ich jetzt hier einmal so ein bisschen auf mein Bild. Und dadurch, dass ich das jetzt abgewischt habe, habe ich hier natürlich jetzt auch kaum noch Farbe und Flüssiggrund auf meinem Malmittel. So, jetzt nehme ich nochmal etwas frisches Rot und male mir das hier nochmal etwas nach. So, das darf ruhig etwas strahlender sein. Das verteile ich mir jetzt hier. Und auch noch etwas Ockergelb, weil ich hier den Strand haben möchte. Da das sehr hell ist, nehme ich noch etwas Van Dyck Braun dazu. Und male jetzt hier meinen wunderschönen Strand. So, jetzt müsst ihr ein bisschen mit der Perspektive aufpassen. Wenn man jetzt nämlich hier so malt, sieht das aus, als ob hier so ein Berg runtergeht und hier hingeht. Wir wollen ja aber, dass das ein Strand ist. Von daher müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir das Braun auch so ein kleines bisschen perspektivisch mit hier reinmalen. Das heißt, hier ist der Strand und der läuft auch hier hin. Na, deswegen den Pinsel immer rein, da ich jetzt sehr viel Braun. Bei diesem Bild ist, wie gesagt, unheimlich wichtig, dass ihr viel mit sauberen Pinseln arbeitet. Wenn ihr hier zu lange wartet, um euch da ein bisschen die Pinsel zu reinigen, dann habt ihr ganz schnell einen Matsch auf der Leinwand. Wirklich immer mit sauberen Pinseln arbeiten. Das lässt sich hier leider nicht vermeiden. So. Hier ist jetzt unser Strand. Okay. So. Jetzt nehme ich nochmal den großen, sauberen. Den schalte ich mir aber noch mal einmal aus. Ich wickel da einfach das Tuch noch mal wieder drum. Und so bekomme ich nämlich auch die letzte Feuchtigkeit da raus. Das
Das mache ich lieber noch einmal. Weil das wäre jetzt ärgerlich, wenn man sich jetzt hier den Vordergrund so wirklich kaputt machen würde. Deshalb jetzt einmal mit dem sauberen, trockenen Pinsel hier nochmal schön alles verblenden. Aus dem Gelb raus. Das ist jetzt wirklich nicht einfach. Gerade diese Arbeit macht es schwer. Aber da das ja auch nicht zu intensiv sein soll, können wir jetzt hier einmal komplett rüberwischen. So. Da seht ihr, wie wichtig das ist, dass der Pinsel wirklich trocken ist. Okay. So, die Reflexion der Sonne sieht man hier immer noch total schön. Aber es ist natürlich Strand, deswegen ist das natürlich auch nicht genau ganz klar. Okay, jetzt kommen wir hier vorne zu dem Wellenbogen. Ihr seht das, jetzt habe ich hier so eine weiße Schicht unter. Das sieht natürlich dann etwas komisch aus. Deshalb nehmen wir uns jetzt hier einen Feinliner und ein kleines bisschen preußisch blau. Und damit ziehen wir jetzt einmal vorsichtig hier so eine Kante unter dem Wasser entlang. Das sind jetzt ganz kleine, feine Wellen, die hier am Wasserrand sind. Aber hier müsst ihr auch trotz alledem darauf achten, macht die Wellenbewegung nicht zu stark. Dann wirkt das Ganze nämlich doch recht unnatürlich. Immer mal wieder frische Farbe aufnehmen und einfach hier entlang gehen. Einfach eine schöne Linie direkt hier am Wasser einmal lang ziehen. Wenn der Pinsel zu dick wird, dann dreht ihn einmal direkt auf der Leinwand. Dadurch bekommt ihr dann eine feinere Linie hin. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Jetzt reinigen wir den Feinliner einmal. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt einen Feinliner nicht von Bob Ross, weil der von Bob Ross, der Feinliner, hat wahnsinnig lange Borsten und ich finde, es ist sehr schwer damit zu malen. Deshalb habe ich mir Feinliner von sämtlichen Herstellern bestellt. Das hier ist jetzt wieder der von Da Vinci für Acrylpaintings, aber der ist so wunderschön fein. Damit kann man halt wirklich besser diese Linien ziehen. Aber es geht natürlich auch mit dem von Bob Ross, aber es ist etwas schwieriger. So, jetzt nehme ich wieder den Feinliner, ziehe den durch Flüssigweiß und mal einmal so eine Schicht Flüssigweiß direkt jetzt auf dem dunklen Bereich. Wenn das Flüssigweiß alle ist, neues aufnehmen. Und auch hier wieder den Pinsel hin und wieder mal so ein bisschen drehen. Das muss nämlich auch keine ganz gleichmäßige Schaumkrone hier werden. Die darf auch ein bisschen ungleichmäßig sein. Mal schmaler, mal dicker. Das muss jetzt hier nicht überall gleich sein, weil sonst sieht das nämlich hinterher wieder komisch aus. Mal ist die Schaumkrone nämlich ein kleines bisschen höher, mal ist sie etwas niedriger. Zieht sie einfach hier hoch, dann ist da mal gar keine zu sehen. Hier ist sie wieder ein bisschen dicker, dann ist der wieder höher. Deswegen haben wir die Schattenlinie da drunter gemalt, dass das aussieht wie eine kleine Welle, die hier gerade noch am Strand ankommt. Ihr könnt das auch mit dem Titanweiß machen, aber dann kriegt man diesen flüssigen Flow vom Wasser nicht ganz so gut hin, finde ich persönlich. Aber das müsst auch ihr wieder ganz allein für euch entscheiden. So, das gleiche mache ich jetzt einmal hier. Hier haben wir ja noch gar keine Wellen. Im Moment ist es, als ob das Meer hier plötzlich anfängt. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt müssen wir einmal schauen. Hier sind natürlich noch andere Wellen. Macht die nicht zu stark bogenförmig. Aber das hier ist jetzt noch der Bereich vom Strand, der jetzt feucht ist. Ich nehme jetzt mal etwas Titanweiß dazu. Und gehe mal hier rein. Hier ist auch noch zurückfließendes Wasser von der letzten Welle. In kleinen Wellen einfach hier vorsichtig zeichnen. Hier eignet sich jetzt das Titanweiß besser, weil das Titanweiß natürlich sich besser verstreichen lässt, weil es nicht so flüssig ist. So, hier. Hier war noch eine Welle.
Wenn ihr jetzt so ein bisschen verunsichert seid, wie ihr diese Wellen malen sollt, dann schaut euch zuerst einmal ein paar Bilder von Stränden an. Das muss ich immer bei diesen Wellen einmal machen, weil man sich hier gerne mal verhaspelt. Muss ich ganz ehrlich sagen, diese kleinen Wellen, dann macht man sie zu spitz, dann macht man sie zu steil, dann macht man zu viele. Das passiert hier auch ganz schnell. Das ist dann schade. Damit kann man sich so ein Bild tatsächlich ein bisschen kaputt machen. Deswegen schaut euch da ruhig einmal so ein Bild an. Okay, jetzt brauchen wir hier nochmal wieder den Fächerpinsel. Sauber und trocken. Und gehen mit dem in ein wenig Titanweiß. Ganz, ganz bisschen nur. Ich zeige euch das nochmal. Also, Fächerpinsel, ein bisschen Titanweiß, wirklich ganz wenig. Ganz vorsichtig ausbürsten. Und ein Hauch preußisch oder Pentanolblau, je nachdem, wie es euch beliebt. Ganz bisschen nur, ganz bisschen. Und nicht alles ganz gleichmäßig auf dem Pinsel verteilen, sondern unterschiedlich. Und dann gehen wir jetzt hier vorne von der Linie ganz vorsichtig einmal weg in Richtung Wasser. Dabei ist jetzt zu beachten, der Fächerpinsel ist natürlich angerundet. Deswegen arbeitet er nur mit einer Ecke, arbeitet nicht mit dem ganzen Fächerpinsel. Sonst habt ihr nachher so konisch zulaufende Linien. Das wollen wir hier nicht. Ganz vorsichtig einfach nur mit einer Ecke so ein bisschen jetzt wegstreichen. In Richtung Wasser. Dreht den Pinsel sonst auch so ein bisschen einfach so wegdrehen, dann kriegt ihr nämlich relativ gerade Striche oder deutet so einen ganz kleinen, minimalen Wellenbogen noch an. Ihr könnt es auch gerne so minimal verwischen. Man soll das ja gar nicht so stark sehen. Dann nur so ein bisschen Wasser angedeutet jetzt noch hier. Ganz hauchzart, was hier jetzt nach lang fließt. Zurück zum Meer. Hier in der vorigen Welle darf es auch gerne etwas stärker sein. Einfach hier zum Meer wieder hinfließen lassen, das Wasser immer wieder frische Farbe aufnehmen und dann hier zurückfließen lassen. Das läuft jetzt hier wieder. Oh, das war zu viel. Das war jetzt zu viel. Wenn ihr mit dem Titanweiß arbeitet, wie schon öfters in meinen Videos gesagt, aufpassen, zu viel Titanweiß bedeutet natürlich sehr mattes Bild. Also Titanweiß macht euer Bild wirklich matt. Deswegen da gut drauf aufpassen. So, ich habe jetzt hier zu wenig Blau, finde ich. Deswegen nehme ich nochmal einen ganz kleinen Hauch auf und wische das jetzt nochmal hier so ein bisschen in meine Wellen rein, weil ich gern möchte, dass man auch sieht, dass das hier nicht nur Wasser, nicht nur Gischt, sondern auch etwas Wasser ist. Es darf schon etwas mehr Blau sein. So. Wie viel Blau ihr jetzt hier reinmacht, ist natürlich wieder eure Sache. Das könnt ihr euch dann ganz alleine überlegen, ob ihr hier überhaupt Blau reinmachen wollt. Oder ob ihr sagt, oh nö, mit so ein kleines bisschen Weiß reicht mir das. Das gleiche machen wir natürlich auch hier, ganz vorsichtig. Ganz sanft deuten wir hier bei der zweiten Welle nur ganz vorsichtig ein bisschen das Wasser an. Das schimmert hier so ganz minimal in der Sonne. Mehr wollen wir hier gar nicht machen. Passt auf, dass hier jetzt nicht zu viel Blau ist. Und das sieht dann nämlich komisch aus. Dann nochmal etwas mehr Titanweiß aufnehmen. Hier. Ist jetzt natürlich nicht mehr so viel Blau drin. Und hier sieht man die Reflexion von dem Wasser, was jetzt gerade so ein bisschen zurückfließt. Okay, ganz vorsichtig, ganz hauchzart. Da kann natürlich immer mal so ein kleines Loch im Meerboden sein, wo man das dann etwas mehr sieht, die Gischt etwas weißer ist. Und dann könnt ihr auch hier nochmal mit einem ganz feinen Pinsel, ich habe da nochmal meinen kleinen Geheimtipp, das ist hier der Wildlife Pure Brush, 1/2 Zoll. Und da gehe ich jetzt mal in diese dunkle Linie mit rein
und ziehe mir das ganz vorsichtig hier einmal, das Dunkle, was ich vorher gemalt habe, ganz vorsichtig einmal raus. So, weil hier ist ja noch ein bisschen mehr Wasser. Das verblende ich auch gleich so ein bisschen. Damit deute ich halt an, dass hier mehr Wasser ist, was jetzt gerade noch am Zurückfließen ist von der Welle, die zuvor sich hier überschlagen hat. So, ganz vorsichtig, ganz hauchzart hier wirklich nur das Wasser, das hier wieder zurückfließt. Achtet darauf, wie gesagt, dass ihr dem Blickwinkel folgt. So ganz hauchzart, immer so ein bisschen hier rausziehen. Das ist eine Sache, das müsst ihr jetzt nicht machen. Wenn ihr jetzt vielleicht diesen Pinsel auch nicht habt, dann könnt ihr das zwar mit dem Borstenpinsel machen, beziehungsweise mit dem Fächerpinsel eher. Das so ganz vorsichtig hier rausziehen. Es ist aber eine Sisyphusarbeit. Es ist halt wirklich auch nicht einfach. Und da können dann natürlich auch schnell Fehler passieren, wenn man das ein bisschen übertreibt. Deswegen also, müsst ihr nicht machen. Könnt ihr aber. Okay, soweit, so gut. Jetzt nehme ich nochmal wieder meinen Borstenpinsel, wenn ich ihn finde. Borstenpinsel, wo hast du dich versteckt? Da. Und jetzt nehme ich ein ganz kleines bisschen Ocker wieder. Ein Hauch Braun. Van Dyck Braun, das mische ich so ein ganz bisschen einfach nur hier auf den Pinsel. Und jetzt gehe ich nochmal hier auf den restlichen Strand und passt auf, dass ihr jetzt nicht an eure schöne weiße Linie rankommt. Und einfach hier mit ein bisschen Braun, Van Dyck Braun und Ocker nochmal ein bisschen mehr Strand andeuten. Wer möchte, kann jetzt hier natürlich auch noch einen kleinen Stein hinmalen, muss aber nicht. Es ist einfach nur, dass sich das jetzt hier nochmal so ein bisschen abhebt vom Strand, wo das Wasser noch ist. Dass man hier das noch so ein bisschen mehr sieht. Okay. So, das ziehe ich wieder hier in die Perspektive rein. Ganz vorsichtig. Und damit ist unser wunderschönes Meerbild auch so gut wie fertig. Eine Kleinigkeit fehlt noch, dafür nehme ich jetzt preußisch blau, weil das so wunderschön flüssig ist. Und dann signieren wir das. Wir haben noch Juli. Juli. 18. Und natürlich darf euer Pseudonym oder euer Name, je nachdem wie ihr das macht, nicht fehlen. Hier eignet sich der Strand natürlich mal besonders gut. Und da sein Autogramm zu hinterlassen, wenn man so ein Bild hingekriegt hat, dann ist man natürlich auch stolz darauf. Eine klitzekleinigkeit fehlt jetzt noch, fällt mir jetzt gerade auf. Ich dachte, ich bin fertig. Nee, bin ich ja noch gar nicht. Es fehlen ja noch die Highlights im Wasser. Mensch, oh, ganz klar, Moment, ich reinige nochmal schnell den Pinsel. So, die Highlights auf dem Wasser dürfen natürlich nicht mehr fehlen. Mensch, wie konnte mir das nur passieren? Das kommt, weil mein Bild etwas schräg ist. Dadurch sehe ich das leider nicht ganz so gut. Das reflektiert alles recht stark. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein, denn wir setzen jetzt unsere Highlights. Okay, der Pinsel, der Fächerpinsel ist sauber, ist trocken. Und jetzt nehmen wir uns Titanweiß. Titanweiß, wunderschön, mit einem Hauch Gelb. Und da füllen wir den Pinsel kräftig. Und dann gehen wir hier oben auf unser Meer. Hier vorne, ganz wichtig, vorsichtig. Hier ist die Sonne ganz stark und reflektiert in dem Bereich. Aber es ist weit weg. Deswegen ganz vorsichtig arbeiten mit ganz feinen Strichen. Nicht zu viel Farbe. Das ist hier noch ganz weit weg. Da sieht man noch keine großen Wellen, nur so ein bisschen Reflexionen im Meer. Ganz vorsichtig. Und wenn wir jetzt dichter kommen, den Pinsel ruhig ein kleines bisschen schräger halten. Und etwas mehr Farbe abgeben. So. Okay. Möglichst mit waagerechten Strichen. So, das soll ja alles recht dunkel sein. Deswegen hier auch nur wenig Farbe verwenden.
hier hinten in dem Bereich ist fast gar nichts, da sieht man fast nichts. Irgendwie will mein Pinsel gerade nicht. Der macht nicht das, was er soll. Ich nehme mal den neuen von Bob Ross, der hat die längeren Borsten. Den ziehe ich richtig schön durch die Farbe, dass das schön glatt ist. Und dann nehme ich den mal. Damit geht das nämlich etwas einfacher, wie mit meinen kurzen, abgeschrubbten Pinseln. Okay, alles klar. So, und desto dichter wir kommen, desto mehr Reflexionen sieht man hier natürlich. Wie gesagt, jetzt gehen wir nochmal ein kleines bisschen mehr Gelb mit rein. Und jetzt machen wir das hier nochmal ein bisschen gelber. Ein bisschen verwischen, dass das ein bisschen heller wird. So, und jetzt haben wir hier nämlich richtig schön diese gelben Reflexionen auf dem Wasser. Okay, nicht zu sehr übertreiben, nur so ein bisschen. Wer jetzt möchte, kann natürlich auch noch hier im Hintergrund eine zweite Welle setzen. Dafür gehen wir ein kleines bisschen wieder in Titanweiß rein. Und dann fangen wir mal hier an. Hier ist noch eine kleine weitere Welle, die jetzt hier angeschwommen kommt. So. Jetzt nehme ich wieder den schönen kurzen Pinsel. Den nehme ich auch wieder in ein bisschen Weiß. Ganz vorsichtig und einfach hier so ein ganz bisschen reinmischen. Hier ist jetzt die nächste Welle, die sich langsam aufbaut und auf unseren Strand zukommt. Ganz vorsichtig, einfach nur so ein bisschen hier runter. Sie nähert sich jetzt dem Strand. Das wäre ja schon etwas merkwürdig, wenn man jetzt hier nur eine einzige Welle hat, so als ob die künstlich hergestellt worden wäre, so zack. Eine Welle, das war's. Mehr passiert da nicht. Das sieht dann ja doch schon immer etwas komisch aus. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal realistisch unsere zweite Welle mit hin. Dann sieht es nämlich schon gleich so aus, als ob hier der nächste Schwung kommt und die nächste Welle auch rankommt. Das können wir dann hier auch nochmal so ganz bisschen die Gischt andeuten von der nächsten Welle. Die sieht man aber nur noch ganz bisschen hier. Die überschlägt sich hier vielleicht schon, weil da der Wind ein bisschen mehr reingehauen hat. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Hier hinten noch mal ein ganz kleines bisschen. So, hier wischen wir noch mal ein bisschen mehr. Hier passiert noch was, hier ist es ein bisschen heller. Und immer diese ganz kleinen U-Kreise einfach machen. In diesen U-Kreisen könnt ihr dann immer schon so Mini-Wellen andeuten. Und immer von hinten nach vorne, weil sonst sieht das komisch aus. Und wenn ihr da nicht genug Farbe auf dem Pinsel habt und der nicht spitz genug ist, habt ihr natürlich hier immer so einen Matsch. Das sieht dann natürlich auch nicht gut aus. Deswegen immer frische Farbe aufnehmen. Dann von hinten nach vorne einfach nur so ein bisschen das Licht andeuten, was hier reflektiert. So, und wer es jetzt noch ganz besonders gut malen will, weil er sagt, hier, das reicht mir noch nicht, der nimmt sich jetzt nochmal den Fineliner, geht nochmal wieder in ein kleines bisschen Flüssigweiß rein und kann hier jetzt noch diese ganz feinen Linien vom Wasser andeuten. So, ganz vorsichtig, nicht zu viel nehmen und dann immer mit der Welle hier lang gehen. Da kann man sich jetzt noch stundenlang mit beschäftigen, diesen ganz kleinen Wellen. Aber das ist die Sache, was das Wasser hinterher auch richtig realistisch aussehen lässt. Passt nur auf, dass ihr nicht zu doll aufdrückt. Ganz vorsichtig, ganz zart. Hier im dunklen Bereich sieht man das vielleicht gar nicht. Aber hier spielt das Wasser, schäumt das Wasser. Das Wasser. Einfach ein bisschen flüssig weiß, ganz vorsichtig hier entlang gehen. Und dem Wasser Bewegung geben. Nicht dem Wasser, dem Wasser, genau. So. Und die lasst ihr einfach mal so ein bisschen wie so ein Geäst aufeinander zulaufen. Da schaut euch auch gerne nochmal eine Vorlage an, wie sowas tatsächlich aussieht in echt. Einfach hier nochmal auch vom Strand aus, wo das Wasser reinläuft. Hier trifft es auf
Mach dir so eine kleine Welle. Die hier trifft wieder zusammen. So. So könnt ihr natürlich dem Wasser Leben einhauchen. Das ist eine Arbeit, die natürlich auch Spaß macht. Wobei ich jetzt glaube, dass das nicht so viel Spaß macht, dazu zu gucken. Vor allen Dingen, wenn ich dann anfange, mich zu konzentrieren und so rumnuschel. Es tut mir leid. Aber wenn man doch so lange an so einem Bild malt und die ganze Zeit erklärt, ist es manchmal schon, dass man dann nicht so sinnvolle Sachen von sich gibt. Das tut mir sehr leid. Ich gebe mein Bestes, aber perfekt bin ich halt auch lange nicht. So. Ja, also, das Bild gefällt mir relativ gut. Dafür, dass ich dafür die ganze Zeit erzähle und keine Musik hören kann, finde ich, ist mir das wirklich gut gelungen. Also es gefällt mir ganz ausgezeichnet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzusehen und traut euch auch selber an so ein Bild ran. Denn das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss sich nur konzentrieren, seine Pinsel gut reinigen und einfach Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Okay, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, ich bekomme das mit dem Schnitt alles so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn das erste Mal will ich euch auch zeigen, oder wollte ich euch zeigen, wie das mit den Farben geht, wie ich die auf der Palette mische. Ich hoffe, es hat alles geklappt, denn jetzt sind wir am Ende des Videos und ich rede schon wieder Sachen, die gar nicht wichtig sind. Bitte schaltet wieder ein, bitte liked das Video, wenn es euch gefällt. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Malen. Okay, bis dann!